Moin Moin und ganz herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Herbal Space Program Tutorial. Heute geht's Richtung Mintmus und dann schauen wir mal, wohin uns die Aufträge noch so tragen werden. Das Ganze wieder als Livestream aufgezeichnet, drüben auf meinem Twitch-Kanal. Das heißt, wenn ihr mal Fragen habt, kommt gerne auch vorbei und stellt die im Chat. Und natürlich, der liebe Chat ist gerne angehalten, im Laufe des Streams Fragen zu stellen, wenn euch was auf der Seele brennt oder ihr irgendwo struggelt. Wir hatten letztes Mal den Auftrag schon angenommen. Wir haben so ein bisschen eine Combo. Da streuen wir erstmal ein bisschen Ignoranz drüber, ne? Wir haben den. Wir haben aber noch fast 10 Jahre Zeit, diesen Auftrag zu erledigen. Was wir jetzt machen, ist weiter der Karriere folgen. Also diese Kerbin World First Record Keeping Society. Das sind so ein bisschen die Karriereaufträge. Denen folgen wir jetzt zum interplanetaren Flug, hoffentlich irgendwann mal. Als nächstes sollen wir Minmus erkunden. Mitgenommen habe ich parallel noch Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin. Das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen, weil zufällig habe ich gehört, kommen wir auf dem Weg nach Minmus an Kerbin vorbei, weil wir da starten wahrscheinlich. Und das möchte ich heute mal probieren, euch mit einer, ich sag mal, überschaubar komplexen Rakete zu zeigen, mit der wir aus diesem Flyby dann trotzdem eine Menge Wissenschaftspunkte rausholen können. Die Basis der ganzen Geschichte ist eine Kommandokapsel und jetzt kommt der wichtige Part, kombiniert mit einem Probe Core. Den kann man so draufpacken hier oben. Oder ich mache jetzt erstmal. Wir machen den Namen rein, was wir damit treiben. So, Minmus Flyby. Oder die Alternative ist, wenn ihr schon die Wartungsbuchten freigeschaltet habt, dann kann man das übrigens auch so spielen, dass man die Wartungsbucht aufmacht und diesen Probe Core zum Beispiel hier reinsetzt. Ne? Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Letztlich technisch funktioniert beides genauso. Das hier verbraucht halt einen Bauteil mehr. Da wir aber mittlerweile 255 Bauteile zur Verfügung haben, ist das ja, die werden wir heute nicht ausnutzen. So. Und damit bleibt hier oben noch Platz drauf, den wir für irgendwas anderes nutzen können. Eine Kleinigkeit, die man machen kann, das ist eine, ich sag mal, eine Minimaloptimierung. Und zwar könnt ihr mit Rechtsklick auf die Kapsel den Monotreibstoff rausnehmen, weil wir den wahrscheinlich heute nicht brauchen werden. So. So viel sei mal dazu gesagt. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo. Ich glaube nämlich, ich habe ja, das ist keine gute Idee. In meinen Steam-Settings hinterlegt, dass Downloads laufen dürfen, während ich spiele. Das ist natürlich sehr unangenehm für den Twitch-Stream. So, das habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Jetzt sollte das auch ein bisschen stabiler laufen. Genau, und damit spart ihr euch ein paar Delta-V, wenn ihr den nicht nutzt. Wir werden ihn diese Mission nicht nutzen. Das ist aber nur so eine Mikro-Optimierung. Deshalb Monotreibstoff raus, wenn ihr ihn nicht braucht. Und natürlich auf gar keinen Fall vergessen, auf die ganze Geschichte einen Fallschirm draufzusetzen. Und da wir heute ein bisschen zusätzliche Nutzlast dran haben, und dieses Maintenance Bay hier unten ist relativ empfindlich bei der Landung und wir wollen nicht, dass das kaputt geht, machen wir noch zwei seitliche Fallschirme mit dran. Und dann kommt natürlich unter die ganze Geschichte noch ein Heatshield drunter. So, das ist mal so die Basis unserer ganzen Geschichte. In dieses Maintenance Bay können wir jetzt natürlich noch ein paar Sachen einbauen. Unter anderem kann man dort so etwas tun wie Stromspeicher mit reinpacken. Oder, beziehungsweise und, kleinere Experimente. Also sowas wie. Oh, jetzt habe ich gerade erst gesehen, die habe ich wahrscheinlich zweimal reingepackt. Einmal reicht. Kleinere Experimente wie den Pressmat. Barometer. Ja, den könnt ihr einfach seitlich an eurem Probe Core zum Beispiel dranhängen. Oder das Thermometer. Geht da einwandfrei rein, passt super und ist dann auf jeden Fall schon mal mit dabei.
Das Ganze wird dann mit einem Koppler versehen. Ich habe jetzt mehrere Fragen bekommen. Und zwar kann man, und deshalb wollte ich nochmal drauf eingehen, weil ich habe es jetzt mehrmals schon direkt beantwortet, aber dann damit es vielleicht auch mal im Stream mit drin ist. Die Frage war, macht es einen Unterschied, ob ich meinen Decoupler so anbaue oder so anbaue? Ja, es macht einen optischen Unterschied. Aber ansonsten von dem Funktionalen her sollte das das Gleiche sein. Ich habe mir es angewöhnt, es so zu machen, weil in den früheren Versionen von Kerbal Space Program diese Konfiguration manchmal dafür gesorgt hat, dass das nicht sauber gedecoupled hat und dann haben Sachen aneinander geglitscht und noch geklebt. Dieses Problem habe ich sehr lange nicht mehr gesehen, aber deshalb, einfach um euch zu erklären, warum ich es so mache, habe ich mir angewöhnt, das so zu bauen, damit ich eben nicht dieses Problem bekomme, sondern dass da ein bisschen Luft dazwischen ist, wenn das decoupelt. Es ist aber völlig in Ordnung, wenn ihr das so macht. Das funktioniert auch einwandfrei. Okay? Dann haben wir das nämlich auch mal abgehandelt. So, unter die ganze Chose drunter kommt jetzt zusätzlich noch ein Labor, das Science Junior. Das kleine Labor, das werden wir zwischendurch leer machen, deshalb brauchen wir das nicht zwingend im Teil der Rakete, der nach Hause kommt, wieder. Das erleichtert uns ein paar Sachen. So, und dann kommt auch schon direkt unsere Flugstufe, mit der wir tatsächlich nach Minmus gehen werden. Und die kennt ihr ein Stück weit schon. Die ist nämlich sehr, sehr ähnlich zu dem Setup, was wir in Richtung des Moons geflogen sind, weil sich Minmus tatsächlich davon gar nicht so sehr unterscheidet. Wenn wir diese Stufe so nehmen, wir werden da gleich noch ein paar Solarpaneele anbauen, aber an sich haben wir jetzt 1925 Meter pro Sekunde. Wir machen jetzt mal noch die Solarpaneele fertig, einfach der Form halber. Und was ich empfehlen kann, damit ihr vielleicht auch schon Sachen unterwegs nochmal zurückbringt, ist eventuell eine kleine Antenne mitzunehmen. Da solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon die Hochleistungsantenne, HG5 haben und die solltet ihr auch nutzen. Die kann man dann später aufklappen. Wo ihr die optisch hinpackt, ist eure eigene Wahl. Die macht letzten Endes nicht viel aus. Wichtig dabei beim Bauen immer viel Kaffee trinken. Und einen wunderschönen guten Morgen an Light, an Kalimir und an Airside. So, wir zeichnen hier nämlich morgens an einem Samstag auf. Ich habe mal um 10 gestartet, damit alle zeitlich aufstehen müssen. Nein, weil sie es zeitlich ganz gut ergeben hat. So, ich hatte ja gesagt, wir halten die Rakete relativ simpel. Das heißt, wir werden jetzt das Ganze hier einfach einmal so gestreamlined gerade ziehen mit einem Fairing außenrum. In diesem Setup muss man nicht zwingend ein Fairing fahren. Ich mache es aber der Form halber, damit ihr das ein bisschen übt, mit den Fairings auch zu arbeiten. Weil in so einer Konfiguration ist es sehr einfach. Und es macht die ganze Sache halt nochmal einen ganz winzigen Ticken aerodynamischer. Also guckt, dass ihr das zumacht und guckt, dass ihr eure Konfiguration sauber habt. Ich mache die Doppelklappe jetzt wieder aus. Ich bin eher der Konfetti-Fairing-Typ, was das angeht. So, jetzt haben wir das Fairing soweit fertig. Jetzt kommt natürlich der Punkt Upper Stage. Wir müssen ja jetzt das Ganze. Das hier ist die Konfiguration, die nach Minmus fliegt und zurückkommt. Schöne Sache. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch in den Orbit befördern. Auch hier gilt wieder so ungefähr 3400 Delta V zusammenbekommen. Pi mal Daumen. Und nachdem ich das letzte Mal ein bisschen abgewichen bin mit einigen Bauteilen, die aus den DLCs kommen, werde ich es diesmal ziemlich straight sauber halten. Also diese Sachen hier sind alle aus dem Base Game und funktionieren auch ohne die DLCs. Und das werde ich jetzt bei dieser Rakete auch machen. Bei den späteren Minmus-Raketen greife ich dann aber wieder auf die DLCs zu. Nur um schon mal die Erwartungshaltung zu dämpfen, dass das so bleibt. Also ich nehme den 400er und den 200er und packe da ein. Na, Funke war zu klein, Entschuldigung. Ein Terrier-Triebwerk drunter. Damit habe ich schon mal 1342 Meter pro Sekunde an Delta V bei einem Schubgewichtsverhältnis von 0,67 am Anfang. Das wird relativ schnell steigen. Mein Erfahrungswert ist in der Upper Stage 0,5 bis 0,6 zu haben. Wenn die erste Stage uns weit genug rausträgt, ist völlig in Ordnung.
Die Frage kommt gerade, Delta V im Vakuum beachten oder auf dem Meeresspiegel. Also, was ich persönlich mache, ist immer die Upper Stage, also die Oberstufe, die wir jetzt gerade hier uns angucken, die wird ja später erst gezündet. Die zünden wir nicht bei Start. Da sind wir höhentechnisch in einem Bereich. Ich zeige euch das mal hier. Guckt mal auf die Delta V-Werte. Also, wir machen jetzt mal 0, 10. Oh, Entschuldigung, ich muss es kurz loslassen, damit das auch passiert. So, 10. 20. Und wie ihr merkt, passiert halt nach der 10 nur noch in sehr kleinen Schritten was. 10 nach 20 ist noch ein, ich sag mal, spürbarer Schritt, aber schon nicht mehr so groß. Und 20 nach 30 Kilometer macht fast nichts mehr. Und wenn ich es jetzt komplett aufziehe, sind das halt noch irgendwie 20 Delta V. Deshalb mache ich es mir immer sehr einfach, weil ich nicht gerne mit Schiebereglern arbeite und es gerne versuche, zumindest in der Berechnung überschlagsweise zu halten. Ich nehme für die Oberstufe immer die Vakuumberechnung her, denn wir befinden uns schon in so dünner Atmosphäre, wenn wir diese Stufe zünden. Wir werden wahrscheinlich so um die 20 Kilometer hoch schon sein oder ein bisschen höher eventuell sogar, je nachdem, wie die erste Stufe so sich verhält. Dass hier eher die Vakuumwerte ziehen. Deshalb Vakuum. Wo jetzt der Einwand aber total richtig ist, ist, wenn ihr jetzt, und jetzt bauen wir ja gemeinsam die nächste Stage, wenn wir jetzt die nächste Stage bauen, nämlich die erste Stage, ist es sehr wichtig, sich dann auch anzugucken, wie viel Schub-Gewicht-Verhältnis ihr auf Meereshöhe habt. Und das ist wirklich wichtig, das mit Meereshöhe zu machen, weil ihr sonst falsche Anzeigen bekommt und die werden dafür sorgen, dass eure Rakete abstürzt, beziehungsweise gar nicht erst losfliegt. So, wie bauen wir unsere erste Stage? Wir bauen die folgendermaßen. Wir nehmen uns einen 800er und weil es einfach ist, ich halte jetzt mal Alt gedrückt, nehmen wir uns noch einen 800er unten drunter. Fertig. So. Damit sind wir gewichts- und teilemäßig immer noch super sauber. Und unter diese ganze Geschichte bauen wir uns ein Schwenkertriebwerk drunter. So. Das Ganze hat jetzt, und jetzt können wir mal ein bisschen hin und her schalten, also hat später mal 1635 Delta V. Wenn wir jetzt zusammenrechnen, 1300 plus 1600, dann sind wir halt bei 2900. Das reicht noch nicht ganz. Und wenn ich auf Meereshöhe gehe und das aufklappe, sehe ich auch beim Schubgewichtsverhältnis haben wir hier 0,87. Das ist kleiner als 1. Das ist noch nicht so gut, wie wir das haben wollen. Das heißt, wir müssen jetzt was tun. Und zwar was Unterstützendes für dieses Triebwerk. So, was wir jetzt tun diesmal ist, wir nutzen mal was Neues, was wir bekommen haben, nämlich die großen Booster. Und die werden wir folgendermaßen anbringen. Ich zeige euch jetzt so ein bisschen Weg mit Feststoffboostern das zu lösen und euch von großen Feststoffboostern auch relativ sicher zu trennen. Das ist jetzt bastelmäßig mal ein bisschen interessanter oder ein bisschen ausgefallener, ist jetzt auch übertrieben gesagt. Aber wir haben mittlerweile mit unseren Bauteilen die Möglichkeit, da was recht Schönes zu bauen. Und deshalb werde ich jetzt zwei von den großen Trennern, also diese hydraulischen Trennverteiler, nicht den Radialentkoppler, sondern das richtig große Teil nehmen wir jetzt. Davon nehmen wir zwei Stück. Und wenn ihr da zur Fab rausguckt, mit der rechten Maustaste könnt ihr übrigens diese Drehung machen, dann wollen wir das parallel dazu. Ungefähr so. Die Höhe gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. So, und da dran kommt jetzt der große Pollux Booster. Zweimal. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass der drauf sitzt. Wie sitzt der drauf? Indem ihr seht ja meinen Mauszeiger. Euer Mauszeiger muss auf dem Decoupler quasi drauf sein. Dann sind die auch sauber dran. Seitlich kann man das immer noch mal ganz gut überprüfen, ob das auch geklappt hat. Wenn das irgendwie schief ist, macht das halt noch mal. Na? So, jetzt haben wir hier eine sehr schöne Konfiguration eigentlich, aber stellen wir schon mal fest, upsie, wir gehen in das Fairing rein. Nehmen wir kleinere Booster. Ich wollte aber eigentlich die Pollux nehmen. Was wir jetzt machen können, ist einfach dafür zu sorgen, dass wir den Platz entsprechend haben. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen ein 400er unten dran. Ist ja nicht so wild. Und machen dann Folgendes. Wir gehen jetzt mit dem Bewegungswerkzeug einmal das Ding raus, klicken einen dieser beiden Decoupler an und ziehen den einfach ein Stück nach unten. Ich orientiere mich immer unten daran, dass man sieht, dass die Booster so ein bisschen tiefer sind als das Triebwerk.
So, dann brennen die sich nicht gegenseitig ab. Und das sollte uns oben hoffentlich schon all das geben, was wir brauchen. Jawohl. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, ob der Deckel da. Das ist aber sehr, sehr groß. Das ist sehr, sehr, sehr groß. Ob wir den aerodynamischen Aufsatz sauber drauf bekommen? Ich befürchte mich fast, dass das noch nicht reicht. Ja, das ist auch irgendwie noch nicht die richtige Größe, habe ich so das Gefühl. Welchen nehmen wir denn da am besten? Das ist jetzt ein 1,8er, oder? Ach, seht ihr? Kommando zurück. Ich hatte gesagt, ich will ohne die. Oh, ist der Pollux? Ist der Pollux ein DLC-Part? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, eigentlich müsste das mit der 1,9 More Boosters gekommen sein. Der sollte safe sein. Doch, wir können beim Pollux bleiben. Überreaktion. Überreaktion. Kommando zurück. Wir bleiben beim Pollux. Wir müssen ihn nur noch ein bisschen runterziehen. Zack. Ich glaube, er ist kein DLC-Part. Ich glaube, er ist keins. Ist er eins? Ist er nicht? Ich warte gerade, dass der Chat sich nochmal beschlaut oder mich nochmal beschlaut. Ist bei euch der Ton weg? Na, ich hoffe nicht, dass bei uns der Ton weg ist. Bei mir ist er da. Bisher hat sich keiner beschwert. So. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie. Wir haben jetzt natürlich keine so richtig passenden Abschlüsse dafür, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Sehr kleine Bugnase. Große Bugnase. Tja, jetzt kriegen wir den. Ah, guck mal, da ist der passende. Oh, und das funktioniert. Okay, es ist der gepanzerte Raketenbugnase MK5A. Damit kommen wir auch an unserem Ferry vorbei. Sehr schön, haben wir das doch auch geklärt. So, wichtiger Part ist jetzt die Dinger mit Rechtsklick auf jeden Fall Autostrutten oder verstreben. Ob ihr die dann ans Vorläuferteil oder ans schwerste Teil hängt, das sei euch überlassen. Und wir werden natürlich vier. Flügelchen mitnehmen. Ich hoffe, ich kriege die hier sauber dazwischen. Oh, knappe Geschichte, aber es passt. So, und jetzt seht ihr schon, das schreit halt nach einem Unfall. Ne? Also wenn wir das decoupeln, und ich kann auch noch nicht dafür garantieren, dass es auf Anhieb funktioniert, aber dann seht ihr auch mal, dass auch bei mir nicht alles irgendwie vorgeskriptet ist. Aber das sieht nach einem Unfall aus, der darauf wartet, dass es passiert. Wenn wir damit jetzt losfliegen und diese Booster abtrennen, die sind riesengroß, die hängen da zwischen den Flügeln, die werden irgendwie kurz auseinandergehen und dann wieder zusammenklappen und unsere Rakete zerschlagen. Das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir uns was überlegen, wie wir die wegbekommen. Und da würde ich jetzt mal gucken. Ah, die sind ein bisschen groß. Ich hatte gehofft, die sind etwas kleiner, aber mal gucken, ob wir damit arbeiten können. Ah, haben wir noch was Kleineres schon? Ne, ich befürchte, wir müssen mit denen arbeiten. Also, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, das haut hin. Was wir jetzt machen können, ist mit den Dingern dafür sorgen, dass wir wegkommen. Und zwar setzen wir dafür, ich hoffe, dass das hinhaut. Die Teile, komme ich da irgendwie dazwischen? Sinnvoll, dass ihr das auch sehen könnt. Ja. Die Teile hier so zwischen an die äußeren Booster ran und drehen die mit unserem Werkzeug. Ich habe gedacht, die sind sehr, sehr viel kleiner. Nach innen rein. Hier könnt ihr, wenn ihr sie so ungefähr 90 Grad gedreht habt, auf dieses Klickding gehen, um zu gucken, ob ihr sie wirklich sauber aligned bekommt. Das ist hier nicht der Fall. Da macht ihr das so ein bisschen nach Augenmaß, dass das ungefähr parallel sitzt. Und dann müssen wir sie rein bewegen. Und das jetzt ein ganzes Stück. Oh, ich hoffe, dass die Dinger noch funktionieren danach. So, dass wir die so ein bisschen als Trennbooster haben. Ich hoffe, dass ich die rausbekomme. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Normalerweise gibt es dafür so kleine Sepatrons, die haben wir aber noch nicht.
Und ich weiß, wie gesagt, wir testen das jetzt mal. Eventuell ist das Blödsinn und wir müssen ohne das versuchen, eine saubere Trennung hinzubekommen. Da muss man was anderes überlegen. So, gleiches Spiel machen wir hier unten nochmal. Aber ich würde es jetzt gerne mal wissen, ob es funktioniert. Also einmal an der Spitze der Booster, einmal an der Endseite der Booster. Das ist nicht ganz korrekt. So, genau, wie gesagt, eigentlich Sebatrons, aber ich habe auch gedacht, der Milbe ist deutlich kleiner. Als ich ihn in der Hand hatte, habe ich dann gemerkt, oh oh, oh oh. Aber wir gehen jetzt einfach mal mit der dummen Idee mit und probieren die dumme Idee mal aus. Vielleicht funktioniert die dumme Idee, ja? So, was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist natürlich, dafür zu sorgen, dass wenn diese Booster sich abtrennen, die zur Seite weggedrückt werden von diesen Triebwerken. Dafür müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass die Dinger uns nicht alles andere schmelzen. Das heißt, wir werden hier eine starke Schubbegrenzung einbauen auf 10%, damit die nicht so viel Schub haben und uns alles kaputt machen. Und wir werden das dann, wie gesagt, gleich mal testen, ob es funktioniert. Das kann nämlich richtig nach hinten losgehen. Also 10% Schubbegrenzung. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken im Staging, dass das sauer aussieht. Und zwar, wir haben jetzt mal grundsätzlich die Rakete soweit fertig. Man kann hier noch die Autostrebe zum Verankerungsteil durchziehen, damit man einmal sicher ist, dass die ganze Rakete nicht wie so ein nasses Spaghetti hin und her wackelt beim Fliegen. Das hilft oft schon mal ein bisschen. So, und dann müssen wir das Staging einmal gerade ziehen. Jetzt haben wir hier sehr, sehr viele Booster. Das heißt, lasst euch davon nicht verwirren. Erstmal müsst ihr rausfinden, welches sind die. Und das sind die und die hier. Ja, also durch drüber gehen sieht man die hervorgehoben. Die und die, die sollten in einer Stufe sein. Und das sollte die Stufe sein, in der auch die Abtrennung erfolgt. Also wenn wir abtrennen, zünden wir diese Booster. Nur dann macht das Sinn, damit die weggetragen werden. So, dann gibt es die allererste Stufe. Die allererste Stufe ist, wir zünden unsere Pollux-Booster zusammen mit unserem Triebwerk. Jetzt kommt der wichtige Part, auf Meereshöhe zu sein. Ihr guckt, dass ihr auf Meereshöhe seid und guckt euch mal an, wie viel Schubgewichtverhältnis ihr eigentlich habt. 1,98 ist okayisch, kann man aber noch ein bisschen runtergehen. Also ich peile immer so 1,5 als Größe an, mit der ich starte. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen was aus den Boostern rausnehmen müssen. 1,6, ja, lasst mal schauen, ob wir da noch ein bisschen schöner hinkommen. 1,52, sehr schön. Also, das ganze Thema ist ja, dass hier auf jeden Fall viel Gewicht rausgehen wird durch die Booster. Und dann gucken wir nochmal. Also, dann entwickelt sich das Schubgewichtverhältnis eh von ganz alleine relativ gut. Und wir werden zum Schluss relativ schnell auf den Boostern only fliegen und in der Mitte nur ein bisschen mitbrennen, um das Schubgewichtverhältnis fürs Staging zu verbessern. So, Trennung. Dann kommt hier die nächste Trennung mit Zündung des nächsten Triebwerks. Das ist okay. Dann machen wir irgendwann das Fairing auf. Das ist auch okay. Und dann kommt hier das nächste Triebwerk. Und dann geht es auch schon nach Hause. So, ich habe jetzt noch gerade einen kleinen Hinweis aus dem Chat erhalten. Und das ist ein valider Hinweis. Weil wir das ja schön im Fairing haben, können wir uns jetzt nämlich noch einen Schleim mitnehmen, mit dem wir auch noch arbeiten können. So, jetzt kommt noch eine kleine Erklärung, warum diese Show. Okay, das ist nur ein optisches Ding mit dem Fairing. Das hat mich gerade. Ich habe gerade gedacht, so, Nanu, wo ist denn der Fallschirm hin? Alles gut. Warum haben wir diesen Probe Core hier reingebaut? Den Probe Core haben wir hier reingebaut, damit wir SAS-Unterstützung haben, also dieses Cygnus Avoidance System, das uns grob in eine Richtung hält. Das ermöglicht uns jetzt nämlich zu sagen, okay, wir müssen gar nicht mit einem Piloten fliegen, sondern wir können einen Wissenschaftler nehmen, den Bob nämlich. Der Bob kann nämlich dieses Experiment und dieses Experiment nach der einmaligen Benutzung, wenn es eigentlich verbraucht ist, wieder reinigen als Wissenschaftler und wir können es nochmal benutzen. Damit brauchen wir auf der gesamten Reise nur einen Science Junior und nur einen mysteriösen Schleimbehälter. Macht die Rakete leichter und voilà, wir können damit arbeiten. So, jetzt testen wir das mal. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt noch einmal die Startrampe anbauen müssen, natürlich, damit es uns nicht irgendwie direkt auseinanderreißt, wenn wir losfliegen, weil so würden wir wahrscheinlich einfach umkippen. Die gehört natürlich mit in die allererste Stufe rein, wo wir auch unsere Triebwerke zünden. Und
Ich sage es jetzt schon mal vorneweg, das ist sehr experimentell beim Abtrennen der Stufe. Das kann also auch richtig in die Hose gehen. So, und bevor wir losfliegen, kurzes Dankeschön an Demos, an Antrags, an Jens und an Krampfgarten für eure Resubs. Da ist von 14 bis 30 Monate alles mit dabei. Danke für eure Unterstützung und danke fürs Zuschauen und weiterhin natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt gucken wir mal, ob es zu einer Explosion führt, was ich hier verzapft habe. Denn auch das ist nicht schlimm, nochmal gar nicht mitgesagt. Ich fliege ja meistens relativ sauber in meinen Tutorials, weil ich natürlich schon ein paar Raketen gebaut habe. Aber Caspi ist auch Dinge explodieren lassen und da sollte man auch seinen Spaß draus ziehen und nicht zu viel Frustration. Denn bei Caspi fallen die Meister wirklich vom Himmel, weil man lernt. Man lernt auf jeden Fall eine Menge aus den Fehlern, die man so macht. So, es kommt jetzt nochmal, bevor ihr losfliegt, der Einwand, dass man den Schleim natürlich auf die andere Seite packen könnte, um ihn von der Leiter der Kapsel zu nehmen. Das ist ein völlig valider Einwand. Aber ich ändere es jetzt einfach nicht mehr. Ich bin jetzt Sturkopf und werde mich den ganzen Flug darüber ärgern, dass ich da rumtüdeln muss. Das Resetten Experiment ist von der Stufe des Wissenschaftlers abhängig. Nein, von der Stufe des Wissenschaftlers ist abhängig, wie viel Bonus die, glaube ich, auf Science geben, wenn man Experimente macht. Sie können ab ohne Stern sofort Experimente resetten. Das ist eine Grundeigenschaft der Wissenschaftler in Vanilla. So, wir fliegen als allererstes 90-Grad-Orbit ganz normal und dann geht's nach Minmus. Mal gucken, wie gut oder nicht das funktioniert. Und los geht's. So. Die gute Nachricht ist schon mal, wir fliegen los. Und auch hier kommt wieder gleich am Anfang unser leicht angedeuteter Gravity Turn. Also achtet mal drauf, wie ich jetzt gerade so mit der Taste D mache ich das. Ganz leicht die Rakete schon mal rüber drücke, um zu beginnen jetzt den Gravity Turn einzuleiten. So, ihr könnt dann hier das quasi aufklappen und ich werde jetzt so ab. Ich sag mal 200 Meter pro Sekunde. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie die Diskussion immer aussieht, mit nicht zu schnell in der Atmosphäre. Das stimmt. Nicht zu schnell an der Atmosphäre. Und ihr seht jetzt, guckt mal, das Schub-Gewicht-Verhältnis, selbst wenn ich den Antrieb jetzt komplett ausmache, ist schon deutlich über 2. Nicht zu schnell in der Atmosphäre ist richtig, aber halt auch nicht zu langsam und zu lange geradeaus nach oben fliegen, weil damit zieht ihr euch auch sehr viel Sprit oder Delta V raus, indem ihr gegen die Gravitation ankämpft. Also guckt zu, dass ihr auch gerne Geschwindigkeit aufbaut. Wir werden jetzt durch die Booster relativ unkontrolliert Geschwindigkeit aufbauen. Das ist gar nicht so gut, wie ich selber gerade merke. Aber hey, ich wollte es ja unbedingt so. Und werde jetzt gucken, dass ich die Nase trotzdem schon mal runterbringe, damit wir nicht zu weit nach oben gehen. Das ist ein bisschen riskant, also das könnte auch in einem Flip enden. Aber ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Sieht aber ganz gut aus. Ihr seht, wir haben jetzt schon eine Apoapsis von deutlich über 70 Kilometern. Ist also eigentlich eine fiese Verschwendung, was wir gerade treiben. Aber ich kann es nicht abschalten. Feststoffbooster. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Separation gleich klappt. Eieiei. Also, da hätte ich sehr viel aggressiver noch turnen können. Und jetzt werden wir es gleich sehen. Ich gehe ein bisschen auf Schub und. Jawohl, es funktioniert. Sie drehen zwar ein bisschen. So, ich mache das Triebwerk auch gleich wieder aus. Und lass es coasten. Also, Trick scheint funktioniert zu haben. Ich gebe mal ganz kurz Gas, um hier wegzukommen. Ich weiß nicht, was diese Booster gleich noch so machen, weil diese anderen Booster werden jetzt eine ganze Weile brennen. Okay, also Separation-Triebwerk 1.0 hat funktioniert. Das war gar nicht schlecht. Und wir können jetzt tatsächlich das Fairing schon ein bisschen früher aufmachen. Dann sollte das prinzipiell funktionieren. So, also kann man hier auch mit Rechtsklick übrigens machen, mit Entfalten, dann ist das schon mal weg. Und was wir jetzt tun können, ist hier unsere Solarmodule schon mal ausklappen, während wir coasten. Warum coaste ich? Ich warte jetzt, dadurch, dass wir so eine sehr hohe Apoapsis haben, warte ich, dass wir Richtung Apoapsis gehen, um dann meinen Orbit hochzuziehen. Here I am. Yes, this is a German stream. So, thank you for dropping by, but this will stay German. Genau, also hat funktioniert, auch wenn ich mir nicht ganz sicher war. Und wenn ihr Solarmodule habt, nutzt dann die Zeit, die auszufahren. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Zeitraffer an. Wir haben noch relativ viel Sprit in der Stufe drin. Den werden wir auch natürlich nutzen. Aber als allererstes coasten wir jetzt mal hoch auf unsere Apoapsis und machen von da den Orbit
fertig, damit wir dann als nächstes nach Minmus fliegen können. So, das dauert jetzt einen kurzen Moment natürlich. Ihr seht, wir haben jetzt ein Schubgewichtverhältnis von 1,16. Das ist sogar für so ein Orbit-Fertigziehen relativ gut. Ihr könnt die Zeit einfach nutzen, um sowas zu machen wie Antenne ausfahren und so weiter. Das verbessert dann einfach nochmal die Verbindung natürlich. Und dann sieht es auch schon langsam aus wie ein richtiges Raumschiff. Zumindest wenn man aus der richtigen Richtung drauf guckt, nämlich aus der Richtung, wo Licht drauf ist. So. Und bei ungefähr 2200 Metern pro Sekunde werden wir dann auch einen Orbit haben. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, indem wir unseren Orbit glatt ziehen. Ich gehe jetzt so leicht 5 Grad nach oben. Ich habe tatsächlich ein bisschen spät gezündet, aber es ist okay. Es ist völlig overdone. Wahrscheinlich hätten die Kickback-Booster auch völlig gereicht, aber ich hatte mir aus irgendwelchen Gründen den Pollux in den Kopf gesetzt, scheinbar. Ehrliche Meinung, war ein bisschen viel. Aber das ist nicht so wild, denn Treibstoff auf Reserve haben ist immer eine gute Sache. Und was wir jetzt machen ist, wir ziehen die Periapsis so auf 80, 90 Kilometer hoch. Das sollte reichen. Wir werden jetzt dadurch, dass wir eh schon so stark abgewichen sind, nicht noch extra eine Kreisbahn komplett draus machen. Also jetzt sind wir bei 97 Kilometer. Good enough. Damit muss man auch mal leben können. Und jetzt heißt es ab nach Minmus. So. Als Ziel setzen. Und was ihr dann bekommen werdet, ist diese gestrichelte Linie und zwei Marker dazu. Die sind euch vielleicht schon mal woanders aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier im Tutorial schon mal drauf eingegangen sind. Ich glaube nicht. Wir werden es aber jetzt machen. Und zwar sind das der auf- und der absteigende Knoten. Und das ist die Stelle, wo unsere Umlaufbahn, wenn ihr das mal so verfolgt, quasi die Umlaufbahn des Minmus kreuzt. Von der ihr seht, dass sie im Gegensatz zum Moon hat sie so eine leichte Inklination drin. Das gibt es ein bisschen in extremeren Fällen auch noch im Kerbin-System. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir haben jetzt letzten Endes zwei Möglichkeiten, nach Minmus zu fliegen. Es gibt die Möglichkeit, auf dieser gestrichelten Linie exakt hinzufliegen, wenn sich das zufällig ergibt. Das habe ich mich entschlossen, im Tutorial nicht zu machen. Das heißt für uns, wir müssen die Inklination anpassen. Wie passen wir die Inklination an? Also, relativ einfache Geschichte. Ihr habt diese zwei Pfeile. Ihr guckt jetzt, wann ihr das nächste Mal irgendwo vorbeikommt. Wir sind jetzt hier, wir werden am absteigenden Knoten vorbeikommen. So. Was ich immer gerne mache, ist die gegenüberliegende Seite mit einem Rechtsklick pinnen, dass ich das weiterhin sehe. So. Und dann hier drauf zu klicken, Manöver hinzuzufügen. Jetzt bringe ich diese beiden Sachen übereinander und dann sehe ich ja schon ein bisschen, was hier passiert. Nämlich, ich komme von oben und gehe nach unten. Das heißt aber auch, hinter mir passiert genau das Gegenteil. Das heißt, da im Orbit alles genau andersrum ist, könnt ihr euch das so merken, ihr kommt von oben, also zieht ihr nach oben. Und dann seht ihr, dass diese Inklination kleiner wird. Also, ne, kleine Eselsbrücke, ihr kommt von oben, dann zieht ihr nach oben. Wenn ihr von unten kämt, würdet ihr nach unten ziehen. Okay? Also ihr guckt euch ja die gegenüberliegende Seite an. Also diesen Teil der Erklärung streicht ihr einfach aus eurem Gehirn. Ihr kommt von oben, ihr zieht nach oben. Und dann zieht ihr das auf ungefähr 0,0. Wenn ihr irgendwie mit eurem Manöver bei 0,1 landet oder 0,2, alles Chico. Das reicht auch völlig. 0,0 ist natürlich das große, hehre Ziel, das man erreichen möchte. Dann ist man exakt auf der gleichen Inklination. Aber wie gesagt, 0,1, 0,2 ist auch kein Problem in den meisten Fällen. Und dann nehmen wir dieses Manöver so. So, jetzt haben wir den Punkt, dass wir ein bisschen coasten können. Und das Schöne ist, es kam eine schöne Frage rein. Wie ist das denn, wenn ich die Funkverbindung verliere, kann ich dann noch steuern? Also in unserem Szenario können wir auf jeden Fall noch steuern, egal in welcher Schwierigkeitsstufe. Denn Bob kann ja steuern, er hat dann nur kein SAS mehr. Also was uns der Probe Core hier gerade gibt, ist zum einen, dass Bob ein SAS hat und zum anderen natürlich, dass während Bob ausgestiegen ist, das SAS oder das Raumschiff an sich noch gesteuert werden kann und auch noch SAS hat. So,
Wenn ihr jetzt, warum sage ich Schwierigkeitsgrad? Wir spielen auf einem Normalmodus, im Hard-Modus oder in erweiterten Custom-Schwierigkeitsgraden. Ich glaube, wir können da reinspringen. Ja, das kann ich euch hier mal zeigen. Gibt es unter Fortgeschritten diese Punkte Signal für Steuerung erforderlich und Plasmaausfall? Das geht mir vor allen Dingen aber um Signal für Steuerung erforderlich. Das heißt, wenn ihr in diesem Schwierigkeitsgrad jetzt an einem rein Probe-gesteuerten Raumschiff die Verbindung verliert, dann könnt ihr nur noch mit SAS-Manövern steuern. Also ihr hättet ihren Probe-Core mit Retrograd, Proguard und so weiter, würde er das sogar noch machen. In einem Spiel, in dem ihr diese Option aktiviert habt, mit Steuerung nur bei Funkverbindung, geht das dann nicht mehr, wenn Probe-Verbindung ist. Was bedeutet das für unser Bob mit Probe-Core-Szenario? Hätten wir diese Option aktiviert und würden die Funkverbindung verlieren, dann heißt das, unser SAS würde ausfallen. Und sobald Bob aussteigt, verliert die Rakete die Kontrolle, also kann nicht mehr gesteuert werden. Wenn Bob wieder einsteigt, kann sie aber gesteuert werden. Denn Bob, ich mache jetzt mal das SAS aus, macht ja das hier quasi. Das ist Bob. Ja, das ist völlig unabhängig vom Probe-Core. Das kann Bob tun. Okay? Ich hoffe, so ist das gut erklärt. Also Bob kann steuern. Bob ist nämlich als Wissenschaftler und Ingenieur befähigt, einen Hebel von links nach rechts zu drehen. Was Piloten besonders macht, ist, Piloten haben diese SAS-Fähigkeit. Die hat Bob als Wissenschaftler eigentlich nicht. Die kaufen wir uns quasi über den Probe-Core dazu. Also die Sonde in diesem kleinen, ja, der Octo von Probedine, dieser kleine Sondenkopf, der sorgt dafür, dass wir SAS haben, weil das ist die Spezialfähigkeit der Piloten. Bei dir sieht das mit dem Rumziehen viel einfacher aus, als es wirklich ist. Ah, Gary, das ist ein bisschen Übungssache. Es stimmt, es sieht viel einfacher aus, wenn man mit KSP, also wenn man mit KSP anfängt, wird man feststellen, dass das nicht immer so einfach funktioniert, wie ich das erzähle, weil man dann oft gerne übersteuert. Da muss man ein bisschen Gefühl für entwickeln. Das ist aber auch der Grund, warum ich eine sehr laute mechanische Tastatur verwende, weil ihr eigentlich hören könnt, in welchen Abständen ich klicke. Denn dieses Rumkippen, dieses normale, heute war es sehr, musste ich sehr gegensteuern, um rumzuholen, weil die Booster sehr stark waren, ist normalerweise wirklich nur ein leichtes Tippen immer wieder. Etwas, was man sehr gerne macht, gerade als Anfänger, ist völlig übersteuern. Und dann reißt man natürlich die Rakete rum, sie kommt aus dem gelben Windtunnel raus und zack, ist die Sache weg. Wenn du jetzt siehst, dass du eine leisere Tastatur haben willst. Ja, etwas leiser. Ich würde gerne bei einer mechanischen bleiben, aber etwas leiser wäre schon gut. Also ich finde, dass man es hört, wenn ich klicke, ist eine gute Sache. Diskutieren könnte man nochmal, ob das so laut sein muss, dass man es im ganzen Haus hört. Das ist eine Diskussion, die meine Frau und ich regelmäßig führen. So, jetzt aber weiter geht's. Instagram-Unfollow. Oh nein, damit falle ich ja auf 9 Follower oder sowas bei Instagram. So. Oh nein, es dreht sich. So, wir gehen jetzt mal zum Manöver. So, wir müssen am Manöver jetzt dem blauen Pfeil folgen. Der ist jetzt in eine ganz eigenartige Richtung gefühlt. Denn wir müssen ja jetzt nach oben fliegen. Also, ich tue jetzt mal so, als ob Norden zwingenderweise oben wäre. Aber an irgendwas müssen wir uns ja orientieren. Und da bewegen wir uns natürlich hin. Das ist jetzt erstmal die Inklinationsanpassung, bevor wir überhaupt erwägen, nach Minmus zu fliegen. So, wir richten uns da schön sauber drauf aus. So, die kleine Erholungspause, bevor ich zünden muss. Vielen lieben Dank an Mr. X, Suchti, Here I Am und Creeps HD fürs Follow. Und damit geht dann der Antrieb auch an. Wir brennen jetzt so ungefähr 300 Meter pro Sekunde, könnt ihr mal einrechnen. Das variiert ein bisschen, je nachdem, wie ihr in den Orbit startet, ist die Inklination manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer. Aber ungefähr 300 Delta V könnt ihr einrechnen. Ich habe es jetzt nicht ganz sauber geflogen und das endet in 0,2
Also 0,2 Grad Inklination immer noch, das ist aber völlig okay. Jetzt sind wir auf unserem inklinierten Orbit. Das seht ihr auch ein bisschen, wenn ihr mal ranguckt. Wir haben jetzt so einen leicht inklinierten Orbit gegenüber dem Äquatorialorbit hier. Aber er deckt sich halt mit dem grünen Orbit im Hintergrund ganz gut. Und jetzt müssen wir wieder gucken, wo ist denn Minmus gerade? Naja, und der bewegt sich natürlich ein bisschen langsamer, weil größerer Orbit, also wahrscheinlich. Wir werden aber auch ein bisschen länger brauchen. Also wir peilen mal hier so die Ecke an. Also so, was ist das? Vielleicht ein Drittel. Also von dieser Halbkugel so ungefähr ein Drittel. Pi mal Daumen. Den Rest korrigieren wir dann. Aber so in die Richtung ziele ich jetzt erstmal. Um einfach ein bisschen vorzuhalten. Und dann seht ihr anhand, das ist gar nicht so schlecht, der Treffer. Sobald wir weit genug draußen sind, dass wir die Minmus-Laufbahn kreuzen, da könnt ihr auch ein bisschen mal hochscrollen. Also irgendwie so solltet ihr vom Energieaufwand fliegen, dass ihr das quasi gerade so kreuzt, weil so haut ihr halt, also so treffen wir zwar Minmus, aber geben sehr viel mehr Sprit aus, als wir eigentlich müssten. Und jetzt sehen wir, hier ist das Ziel, hier sind wir, also sind wir ein bisschen spät. Und ein bisschen spät müsste in meiner kleinen Kopfwelt eigentlich bedeuten, dass wir nach da korrigieren. Ne, in meiner kleinen Kopfwelt ist das falsch. Wir müssen nach da korrigieren. Und dann noch ein bisschen Schub reingeben. Und dann wird da auch ein Encounter draus. So, an dem können wir jetzt noch ein bisschen rumtüfteln. Wir nehmen ihn jetzt erstmal so und machen dann wieder wie beim Moonflug auch eine Mid-Course-Correction, einfach weil die sehr viel billiger ist. So, und dann sehen wir schon, wir werden jetzt die Stufe, auf der wir fliegen, ausbrennen und dann einen guten Teil der nächsten Stufe. Ist also alles gar nicht so wild. Fettfalt, moin erstmal und freut mich zu lesen, dass du jetzt eine Station um Minmus und Moon gebaut hast. Ich bin mal gespannt, ob wir heute auch noch zum Thema Stationsbau kommen. Ich bin wirklich gespannt, wo uns jetzt die Missionen hintragen. Also, wir haben in 4 Minuten unseren nächsten Burn. Ich zeitraffe da mal hin. Das Ganze geht grob in eine Prograde-Richtung. Da müssen wir jetzt einmal hindrehen. Ich mache es erstmal bewusst jetzt geradeaus. Das hat nämlich den schönen Vorteil, ich habe dem Ganzen jetzt einen Drehimpuls mitgegeben und kann jetzt halt ohne zu steuern, dreht die Rakete halt weiter. Und ich kann Kaffee trinken. Und genau, Inklination ist je nach Schwerkraft des Umgebenden, also des Objekts, um das ihr euch befindet, kann das relativ teuer sein. So. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel in der echten Welt, wenn die Russen in einen geostationären Orbit geflogen sind, der muss eine Nuller-Inklination haben, das haben die Russen von ihren Startrampen aus nicht, sind sie etwas höher geflogen als der geostationäre Orbit, weil es sich gelohnt hat, dort die Inklination anzupassen und dann wieder zurückzukehren, zum Beispiel. Also es kann dann unter Umständen Sinn machen, wenn ihr in einen stark elliptischen Orbit erstmal bei anderen Planeten eintretet, hier oben eine Inklinationsanpassung zu machen, weil es viel billiger ist als hier. So, jetzt fliege ich aber erstmal los. Das Ganze ist relativ schlecht zu sehen, weil wegen Nacht. Aber um euch das Staging einmal zu zeigen, das ist, was jetzt passiert ist, damit ihr euch nicht wundert, warum sieht die Rakete plötzlich anders aus. In Schemen kann man es erkennen. Und wir gucken uns jetzt mal auf der Karte an, was passiert. Damit ihr das auch mal ein bisschen detaillierter seht. Gerade am Anfang, Großteil des Manövers, bis ungefähr hier von so einem Injection-Manöver, werdet ihr kaum was sehen, was passiert. Weil das hier ist der schwerste Bereich, den wir erstmal überwinden müssen. Wir haben hier eine gewisse Anziehungskraft natürlich von Kerbin, aus der wir uns erstmal lösen müssen. Und dafür brauchen wir eine gewisse Geschwindigkeit. Viel von dem passiert dann relativ weit hinten. Das heißt, wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit erstmal haben, baut sich der Rest unserer Injection sehr schnell auf der Karte auf. Also wir kommen dann gefühlt sehr viel weiter raus, weil der Effekt halt immer größer wird, weil wir schon sehr nah an der Fluchtgeschwindigkeit sind. So, das Ganze ist jetzt eine gute Minute Burn, die heute läuft. Und dann seht ihr jetzt gleich, man denkt dann immer erstmal so, oh Gott, guck mal, wie viel schon weg ist, hier passiert ja gar nichts, wir kommen da niemals an. Don't panic, ihr kommt da an, das entwickelt sich alles in den letzten 100 Delta V relativ stark.
Also 100 Meter pro Sekunde, die wir noch reinbuttern. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie das richtig flott vorwärts geht. Und ich versuche mit ein paar Korrekturen sauber auf meinem Manöver zu bleiben. Gerade zum Ende des Manövers macht es dann manchmal auch Sinn, weil jetzt so viel mit sehr wenig Schub passiert, nochmal den Schub rauszunehmen und sehr langsam wieder reinzubringen. Wichtig ist jetzt im ersten Schwung eigentlich nur ungefähr einen Encounter hinzubekommen. Okay. So, jetzt haben wir unser Encounter ungefähr so, nicht ganz, wie wir es geplant hatten. Zack. Gibt es empfehlenswerte Bücher zum Thema Rocket Science? Die gibt es tatsächlich. Aber ich glaube, es war keine ernst gemeinte Frage. Ich weiß gar nicht, ob das noch akut ist, aber vor kurzem gab es auf dem Springer-Portal für Wissenschaftsbücher, also der Verlag heißt Springer, meine ich, hat so ein Pferd, also diese Schachfigur, den Springer halt als Symbol. Gab es von na? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, es war von Walter Ulbricht, das Buch. Genau. Und das Buch heißt Laden, Laden, Laden. Ich muss gerade mal auf dem Handy nachgucken. Ich hoffe, es gibt es immer noch runterzuladen, wenn ihr das hier guckt. Kann ich euch nur empfehlen. Das Buch heißt, also von Ulrich Walter und heißt Astronautics, The Physics of Spaceflight. Ist ein sehr, sehr langes Buch, was so ein bisschen, glaube ich, gerade studienbegleitend eigentlich ist. Und was ich sehr, sehr gut fand als Buch, was mich sehr gut unterhalten hat, ist Ignition. Dabei dreht es sich aber eher um so die Geschichte der ganzen Treibstoffe, die in der Raumfahrt so verwendet werden. Sehr amüsant erzählt, finde ich. Ist aber schon sehr, sehr nerdig. Also, ob das jedem Spaß macht, sei mal dahingestellt. Also, das ist, also das Astronautics lese ich gerade selber auch. Und Ignition hatte ich mir mal als Hörbuch geholt. Das fand ich relativ unterhaltsam. So, back to Orbit. Jetzt genug mit dem Chat geschnackt. Aber glaube ich auch Informationen, die nicht ganz uninteressant sind für die Aufzeichnung. So ungefähr in der Mitte des Kurses, deshalb heißt das ja Mitkurs, machen wir ein Manöver rein. Das kennt ihr schon vom Moonflug. Und jetzt korrigieren wir, ich klicke einmal auf Minmus, Ansicht zentrieren, mache mein Manöver wieder auf. Und jetzt korrigieren wir uns in den schönen Vorbeiflug. Ich weiß es gar nicht, wir müssen eh zurückkehren, das heißt, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Hier irgendwie besonders viel Energie in irgendwelche tollen Polarorbits zu machen. Ich würde aber gerne einen tiefen Flyby erzeugen, also dass wir einmal auch Wissenschaftspunkte aus dem Orbit Close zusammenziehen. So. Das heißt, wir gehen mal so auf 12 Kilometer. Ich glaube, die höchste Erhebung Minmus ist um die 10 Kilometer auch. Ich glaube sogar ein bisschen drunter. Also mit 12 müsstet ihr ziemlich safe sein und lassen ihn einfach vorbeikacheln. Wir kriegen jetzt hier einen Gravity Assist. Das heißt, was wir noch machen könnten, aber der Effekt dürfte minimal sein, ist uns quasi auf die andere Seite rüberziehen. So, dass wir auf der anderen Seite vorbeifliegen. Hier kriegen wir auch einen Gravity Assist, aber wenn ihr unserem, also worauf ich mich beziehe, vielleicht erkläre ich das mal ein bisschen genauer, bevor ich einfach rede, ohne es zu zeigen. Also, wenn wir hier in 12 Kilometer Höhe vorbeifliegen oder auch 5 oder was auch immer, dann bekommen wir Energie von Minmus geschenkt. Warum bekommen wir die geschenkt? Weil Minmus in diese Richtung fliegt. Wir fliegen so hinter Minmus lang und der zieht uns quasi mit. Das ist ein sogenannter Gravity Assist. Was passiert mit unserem Kurs? Unser prognostizierter Kurs geht in die Sonnenumlaufbahn danach, weil wir noch mehr Energie reinbekommen und wir sind schon fast aus dem Kerbin-System raus. Wenn ich jetzt meinen Orbit dergestalt anpasse, dass ich auf der anderen Seite, nämlich vor Minmus unterwegs bin, zieht Minmus mich mit seiner Schwerkraft in diese Richtung, also entgegen seiner Umlaufbahn, bremst mich also ab und voilà, unser prognostizierter Kurs bringt uns zurück in, ich glaube, das ist sogar eine Kerbin-Direktlandung, also in einen Lithobreak. Hilft dann also auch nochmal, uns Sprit zu sparen. Ne? Auch hier gilt bitte, wenn ihr es auf der anderen Seite macht,
haltet eine gewisse Höhe ein. 7 Kilometer können knapp werden. Ich mache mal wieder die 12 rein, so ungefähr. 12,8 ist auch in Ordnung. So, und jetzt ganz wichtig in meinem Setup zumindest. Ich hatte noch die Mission, Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin mitzubringen. Die würde ich jetzt mal machen. Ich mache nämlich meinen Crew-Bericht und sende den direkt. Der gibt mir zwar keine Wissenschaftsdaten mehr, aber es hieß ja auch nicht, dass das noch Wissenschaftsdaten bringen soll. Es hieß nur, ich soll das machen. Und damit habe ich jetzt wieder ein paar Bonuspunkte erhalten, in Bezug auf Geld, Wissenschaft und Reputation. Und wir haben diesen Auftrag erledigt. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen Wartespiel. Das heißt, wir werden jetzt relativ lange durch die Gegend fliegen und uns immer mehr von Kerbin entfernen. Und dann kommt nach jetzt einem Tag und 5 Stunden geht unsere Mission, das seht ihr hier oben immer, kommt jetzt unser Manöver, auf das wir uns eingelassen haben. Und das fliegen wir jetzt gleich mal. Das ist wirklich minimals. Und deshalb sollten wir das auch sehr vorsichtig fliegen. Für so sehr kleine Manöver benutze ich persönlich gerne immer die Karte, um den Effekt zu sehen. Also ich bin jetzt auf Minmus zentriert, da ist mein momentaner Kurs, hier wollen wir hin. Und ich gebe jetzt gleich mit Shift ganz wenig Schub rein, um zu sehen, wie das passiert. Ganz, ganz wenig Schub, um das einfach besser treffen zu können. Weil wenn ich hier Vollschub geben würde, so schnell kann ich, alter Mann, gar nicht reagieren, wie das nicht mehr passt. So, jetzt sind wir bei 16 Kilometern. Das müsste immer noch okay sein. Und sollte dann eigentlich funktionieren. So, sehr schöne Frage von Tatlu und die kann ich direkt beantworten. Und zwar ist die Frage, macht es einen Unterschied, wie viele Relays an einem Satelliten sind? Eventuell macht es einen Unterschied. Warum eventuell? Wenn dieses Attribut dran ist, kombinierbar, macht es einen Unterschied. Antennen mit dem Attribut kombinierbar summieren ihre Reichweite. Das heißt, hier hätte jetzt meine Hochleistungsantenne HG5 hat 5 Millionen Meter Reichweite, also 5000 Kilometer, wenn ich noch gut rechnen kann. Würde ich eine zweite HG5 anbauen, hätte ich 10.000 Kilometer, weil diese Antenne das Attribut kombinierbar hat. Das heißt, ich kann in frühen technologischen Stadien sehr gute große Relay-Entfernungen bauen, indem ich halt Antennen miteinander kombiniere. Das gilt nicht für Antennen, die dieses Attribut nicht haben. Also guckt da ganz genau hin. Das seht ihr in der FAB, also im Vehicle Assembly Building oder wie heißt das? Fahrzeughalle oder so auf Deutsch. Indem ihr auf die Antenne rechts klickt in der Bauauswahl, dann seht ihr diese Attribute auch. Und wenn da kombinierbar steht oder im Englischen combinable, dann können diese Antennen ihre Reichweite miteinander addieren. Wenn das nicht dort steht, können sie das nicht. So, genau, wir machen jetzt unseren Flyby. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles initiiert, um unsere Aufgabe zu erledigen. Was wir jetzt nochmal gucken, ist mit unseren derzeitigen wir sind jetzt im Orbit weit über Kerbin. Macht es Sinn, hier noch Wissenschaftspunkte mitzunehmen? Hier wären 8,2 Wissenschaftspunkte, wenn wir das mitbringen. Das ist okay, das mache ich einfach mal, weil es kostet uns ja nichts. Ich sehe nichts. Ich drehe jetzt mal meine Bay so, dass wir tatsächlich was sehen können, was ich hier tue. Da ist die Sonne. Zack. Zack. So. Also, hier nochmal drauf geguckt. Ich glaube, das haben wir alles schon gemacht. Ich will jetzt nur einmal sicher gehen. Passt. Mysteriösen Schleim. 3,5. Nehmen wir mit. Kleinvieh macht auch Mist. Und hier drüben ist natürlich noch das Druckdatending. Haben wir schon. Crewbericht haben wir auch schon. Das heißt, wir können jetzt einmal die Sachen einsammeln. So, und wenn ihr das jetzt smart gebaut habt, müsst ihr nicht von der Leiter runter. Ich glaube, das zählt nicht für mich. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich sogar schon für das Ding hier von der Leiter runter. Ah, das geht sogar noch. Also, hier kann ich die Daten sammeln. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, was der Wissenschaftler kann. Er kann wiederherstellen.
Das hatten wir in der Moon-Mission schon mal. So, und das funktioniert jetzt natürlich hier nicht, weil ich es auf die andere Seite gebaut habe. Das heißt, ich muss jetzt einmal von der Leiter wahrscheinlich runter. Ja. So, ich mache jetzt hier mein Raketenrucksäckchen an und ich mache mir vor allen Dingen Licht an. Da müsst ihr ein bisschen mit euren Solarpanelen aufpassen übrigens. Wenn ihr das noch nicht so gut könnt, dann macht die vorher rein. Nur so ein Tipp. Nur so ein Tipp. So, Daten sammeln und wiederherstellen. Dann ist der nämlich auch wieder benutzbar und wir können zurück in unser Raumschiffchen. So. Bodenexperimente, meine ich, ist sogar, korrigiert mich bitte, liebe Zuschauer, guck mal auf YouTube, ich meine, in Folge 2 oder 3 haben wir auf dem Moon Bodenexperimente aufgebaut. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir nur nicht sicher, ich glaube, es ist sogar Folge 2. Da haben wir Bodenexperimente aufgebaut, also die habe ich schon abgehandelt. Pretty sure. Geh gerne einfach mal auf YouTube rüber und klick dich dadurch. Ich meine, Folge 2 müsste es sein. Durch. An irgendeiner Stelle auf dem Moon müsste ich da Experimente aufbauen. So, jetzt haben wir relativ viel Zeit abzuwarten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier so hin. Das dauert jetzt 4 Tage. Also wir haben jetzt das erste Mal einen wirklich, wirklich langen Flug, in dem wir wirklich lange unterwegs sind. Das heißt, für gemoddete Szenarien, zum Beispiel, dass Minmus das erste Mal eine wirklich große Herausforderung ist, wenn man zum Beispiel mit sowas wie Life-Support arbeitet. Das haben wir jetzt hier nicht. Unsere Körbel sitzen in der Dose drin bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und warten, bis sie ankommen. Das macht es für uns relativ angenehm. Und jetzt sind wir in einer neuen Situation angekommen. Wir sind jetzt nämlich in Space. High over Minmus oder auch im Weltraum hoch über dem Minmus. So. Das heißt, den Flyby haben wir initiiert. Wir müssen jetzt nur noch zurückkommen lebendig. Was ich jetzt aber einmal mache in solchen Situationen, ihr habt jetzt einen schönen kleinen Reputationsschub bekommen. Wir haben zwei Aufträge erfüllt. Wir sind das erste Mal am Minmus vorbeigeflogen. Ich gehe jetzt einmal zurück ins Weltraumzentrum und guck mal bei den Aufträgen, ob sich zufällig was ergeben hat, wie zum Beispiel wissenschaftliche Daten aus dem Weltraum um Minmus zu sammeln. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. So. Ah, die Schutzummantelung auf dem Startplatz testen. Eine Abtastung mit einem Roverarm vom Moon Großkrater aus. Das würde ich mal tatsächlich mit annehmen, weil ich das gerne im Tutorial mal zeigen möchte, wie das funktioniert. Aber ist nicht für jetzt. Baue eine neue Orbitalstation um Moon. Ich würde gerne eine um Minmus bauen, ehrlich gesagt. Deshalb warte ich noch. Aber passt. So, Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um den Moon können wir dann später auch machen. Wir können natürlich auch eine Moonstation bauen. Machen wir das um Moon? Ach kommt. Ich baue sonst immer Minmus-Station. Wir machen diesmal eine Moonstation. So, dann ist das auch schon mal gesetzt, dass wir damit uns beschäftigen werden. Leider war jetzt für Minmus nichts mit dabei. Das ist aber nicht so wild. Also, wir machen erstmal unsere Sachen hier fertig, an denen wir gerade arbeiten. Also, wir fangen jetzt nicht plötzlich an, eine Orbitalstation zu bauen. Und eventuell bauen wir dann einfach noch eine an Minmus später. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. Es geht ja darum, das Prinzip zu zeigen. Ansonsten passiert ja inhaltlich das. So ziemlich gleiche. So, wir sind jetzt, wie gesagt, in einer neuen Situation und können unsere ganzen Experimente erstmal abfeiern. Wir haben einmal unseren Science Junior, wir haben einmal den mysteriösen Schleim, nehmen wir alles mit. Und wir haben natürlich auch die Temperatur. Und jetzt wird es wieder ein bisschen dunkel, aber irgendwo hier ist es. Da. Die Druckdaten. So, die protokollieren wir alle. Dann nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch einen Crewbericht. Den senden wir einfach auch gleich, weil wir es können. Ha! Und wenn ihr dann rausgeht, um den Kram einzusammeln, gibt es natürlich auch noch einen EVA-Bericht. Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt sammeln wir einmal die Daten soweit schon mal ein von den Geräten, die hier rumliegen. Und dann geht es wieder los mit unserer kleinen Tour, den
Stuff hier zu sammeln, auch hier wieder dran denken, die Sachen wiederherzustellen, denn wir kommen noch in eine weitere Situation und das ist der Weltraum nahe Minmus. Ich bin ja extra tief dran vorbeigeflogen, damit wir hier aus unserem kleinen Flyby eine wirklich hohe Wissenschaftsausbeute haben. Deshalb auf jeden Fall diese beiden Experimente auch wieder resetten und dann geht es erst wieder in die Kapsel zurück. Und wie immer gilt natürlich, wenn solche Sachen sind, ab und zu auch mal F5 drücken. Ihr müsst das viel öfter machen als ich. Bitte drückt sehr oft F5. Nicht so selten wie ich. Nehmt mich hier nicht als Vorbild. So. Jetzt können wir ein bisschen Zeitraffern. Das könnt ihr mit Punkt und Komma machen oder ihr könnt auch einfach sagen, hier auf der Route hierhin vorspulen. Und das ist auch völlig okay. Das ist auch die etwas sicherere Variante, damit ihr nicht irgendwie in komische Situationen geratet. Und dann seht ihr, es noch immer relativ viel Platz. Dann machen wir das nächste Vorspulen bis hier ran. Hui. Und Minmus wird immer größer. Wir können jetzt noch nichts weiteres erledigen, weil unser Auftrag besagt, kehre nach einem Vorbeiflug an Minmus nach Kerbin zurück. Und da unser Auftrag erst dann erledigt ist, bekommen wir erst dann den nächsten Karriereauftrag. Deshalb werden wir den jetzt wirklich erledigen. Guckt nochmal, dass eure Periapsis auch tatsächlich nicht irgendwie nur 2 Kilometer sind. Und dann mache ich jetzt mal als Vergleich mit Punkt einen Zeitraffer. Und ich meine, wir müssen irgendwie so unter die 30, 35 Kilometer. Ist immer noch hoch. Jetzt können wir mal gucken. Ich meine, es sind, ich nehme mal so alle 10 Kilometer Crewbericht. Hoch. 40. Ich meine, es sind 30. Aber wir verifizieren das jetzt mal hochwissenschaftlich. Immer noch hoch. 35 mache ich nochmal einen Zwischenstopp, weil ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Ist immer noch hoch. Ja, 30 sind es. Ich hatte recht, ich hatte recht. So, sehr schön. Also, den Crewbericht habe ich direkt rausgefunden und jetzt geht einfach das ganze Prozedere wieder von vorne los. Temperatur protokollieren, check. Hier drüben den Nupsi suchen, Druckdaten protokollieren, check. Frachtraum ansehen, check. Und mysteriösen Schleim beobachten. Check. Jetzt haben wir den schönen Effekt, wenn wir rausgehen. Ich mache jetzt einmal direkt einen EVA-Bericht. Minmus Riesenebene und pack den hier rein. Experiment speichern. Also Rechtsklick auf die Kapsel, Experiment speichern. Wir werden jetzt nämlich, während wir draußen hängen und unsere Arbeiten machen, ja über diese Ebene drüber fliegen. Die EVAs sind biomsensitiv. Das heißt, wir können hier eventuell noch das ein oder andere Biom abgreifen unterwegs. Deshalb schweben wir jetzt hier einfach mal rum und haben durch das Weg. Nein, nein, nein. Ah. Ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Abbrechen. Habe ich die ganzen Experimente genommen? Ach so, und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Alles gut, ignoriert mich. Ich habe versagt. So. Daten nehmen. Und auch hier übrigens, wenn ihr mit RCS rumfliegt, ein gern gemachter Fehler ist halt, die Tasten sehr lange zu drücken. Ihr seht ja an diesen kleinen Rauchwölkchen, die da entstehen, dass ich sehr kurz immer nur auf die Tasten drücke. Also es ist wirklich nur ein Klick, weil ihr sonst in Teufelsküche kommt, was die Steuerung eures Raketenrucksacks angeht. Der hat halt verglichen für das Gewicht an Körbel, was da dran hängt, hat er ganz gut Bums und bringt euch dann sehr schnell sehr weit weg auch. So, Daten sammeln und wiederherstellen. Jetzt können wir mal gucken, wir sind immer noch über der Ebene, von daher können wir jetzt erstmal nicht an die Solarpaneele.
Wenn es euch irgendwie beruhigt, ich habe mich am Anfang auch unheimlich schwer damit getan. Das braucht eine Weile, bis das Gehirn das irgendwie gerafft hat mit diesem dreidimensionalen Raum. Wir sind halt normalerweise sehr zweidimensional in unserem Denken, weil wir uns am Boden der Tatsachen bewegen. Das braucht eine Weile. Mit der Zeit wird es besser. So, und jetzt sind wir hier von dieser Ebene runter. Das heißt, ich werde jetzt nochmal aussteigen und einfach mal gucken, dass wir noch einen EVA-Bericht machen. Moons Flachland. So, und dann können wir mal gucken. Das da dürfte eine Hochebene sein. Da bin ich relativ sicher. Vielleicht kriegen wir die noch, bevor wir über die 30 Kilometer gehen. Das sollte hinhauen. Ah, das ist aber noch Flachland. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch Flachland ist, aber man lernt nie aus. Und jetzt sind wir gleich über 30 Kilometer. Binnenland, sehr schön. Ich habe jetzt einfach mal probiert, aber da haben wir jetzt noch mal eine EVA mit rausgezogen. Sehr schön. Die ist ja ein bisschen was wert, von daher nicht schlecht. Ihr könnt übrigens alles, also unter der Maßgabe, dass ihr genug Strom erzeugt und eine Antenne habt, könnt ihr alles an gespeicherten Daten, was grünen und blauen Balken gleich groß hat, einfach raussenden. Dann sind die Daten schon mal zu Hause. Das ist okay, das ist nicht okay. Nicht okay. Das ist okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Das ist okay. Das ist nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Das ist wiederum okay. Oh. Und wie ihr feststellt, habe ich die ganze Zeit höflich ignoriert, dass wir gerade keine Funkverbindung nach Körben haben. Also habe ich gar nichts davon gesendet. Wir haben immer noch 14 Experimente. Ja, da ist nämlich gerade ein Planet dazwischen oder ein Mond, besser gesagt, der Mimus heißt. Aber theoretisch hätte man das senden können und ich habe euch jetzt gerade sehr gut gezeigt, wie das im Prinzip funktioniert, wenn man diesen grünen Strich nach Körben hat. Wenn man den nicht hat, funktioniert das natürlich nicht. So, wir fliegen jetzt raus. Einmal mit Profis, heute nicht, heute nicht. So, wir sind jetzt unterwegs raus aus dem Minmus-Orbit wieder. Das funktioniert ja von ganz allein. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken, was unser Orbit so macht. Ich knall jetzt direkt auf Körben rein. Damit können wir unseren Orbit wieder drehen. Ich klicke jetzt mal auf Körben, damit wir das ein bisschen sehen. Also, das ist nicht unbedingt, wie ich da ankommen möchte. Sehr viel Hitze, sehr schnell, sehr hohe G-Kräfte. Das heißt, was ich jetzt mache, ist Prograde-Marker suchen und ein bisschen Gas geben. Wir können uns das nämlich leisten. Wir haben noch sehr, sehr viel Delta-V. Und ich gebe jetzt ein bisschen Gas, damit das nicht in einem Direktaufschlag endet, sondern wir halt hinten um Körben rumfliegen und da in Ruhe bremsen können, weil wir die Zeit haben und auch das Delta-V-Budget, um das zu tun. Und ich gehe hier mal wieder auf den direkten Re-Entry mit 35 Kilometern. Und dann mache ich mal einen Zeitraffer bis ungefähr hier. So, wir werden uns jetzt wieder sehr schnell nach Körben zurückbewegen. Genau, du kannst natürlich, also es wird gerade nochmal geschrieben, man kann natürlich auch diese nicht gut zu sendenden Sachen senden und den Rest dann nochmal einsammeln, das ist korrekt, oder man nimmt es halt direkt mit, also dann muss ich das Experiment halt zweimal machen. Deshalb nehme ich das im Regelfall dann einfach direkt mit und später kann man nochmal Rest zusammenkratzen bei den Dingern, die nicht sofort 100% sind. So, ich werde jetzt tatsächlich gar nicht mehr groß bremsen, sondern ich suche mir jetzt den Retrograd-Marker. Und Zeitraffer mich schon mal runter auf so ungefähr 80 Kilometer. Wichtige Sachen, die ihr vorher tun solltet. Wichtige Sache ist vorher das Ding hier zuzumachen. Das wird sonst nämlich gleich sehr, sehr, sehr warm.
Und dann zu gucken, dass ihr hier und hier alle Wissenschaftsdaten rausgenommen habt. Das haben wir in unserem Fall. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt auf so ungefähr 80, 90 Kilometer. Und dann nehmen wir uns hier, wo ist er? Diesen Decoupler und sagen entkoppeln, weil wir ja unser Heat Shield in die Hitze halten wollen. Dann gehen wir schön brav auf den Retrogradmarker und lassen die ganze Kiste wieder eintreten. Das funktioniert zum Glück relativ von alleine. Ich mache euch mal ein bisschen mehr Licht rein, dass ihr das auch sehen könnt. Ich denke mit 20% ungefähr. Ah, hier ist wieder das 20%-Problem. 25 geht auch nicht. Ah! Wir sind wieder für immer in der Schleife gefangen. Dieses Spiel ist der Horror. Irgendwie mit 24 kann ich leben. Weil es 4 Dutzend sind. Ich habe keine Ahnung. So. Zwei Dutzend. Das ist ein Dutzend 612. Ich habe gerade einen vollen Aussetzer. Naja, das werde ich sicherlich in den YouTube-Kommentaren ausreichend bestätigt bekommen. Dutzend sind doch 12, oder? So. Dann sind es natürlich nur 2 Dutzend. Ich habe heute noch nichts gegessen, mein Gehirn funktioniert noch nicht. So. Wird jetzt ein bisschen warm. Guckt halt einfach, dass ihr schön retrograd ausgerichtet bleibt. Dann wird es auch nicht zu warm im Normalfall. Und die ganze Kiste bremst jetzt schön nach und nach runter. Ablator sollte locker flockig ausreichen. Ja, und wir sind auch dem Wirkungsbereich der Schwerkraft vom Mimus logischerweise entkommen, weil wir sind ja auf dem Weg zurück. Und jetzt heißt es nur noch den Wiedereintritt überleben. So, und während der Wiedereintritt läuft, gucken wir mal. Ich beginne manchmal Aufträge, einen Satelliten in einer bestimmten Bahn zu positionieren. Wenn dabei dann noch dabei steht, dass ein bestimmter Winkel einzuhalten ist, verzweifle ich regelmäßig. Ich meine nicht die Intention. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Den Winkel zur. Das hat was mit der Sonnenwende zu tun. Aber generell ist es so, wenn du diese Aufträge annimmst, bekommst du eigentlich in MapView den Orbit eingezeichnet, wie der auszusehen hat. Wir hatten das im letzten Stream, hatten wir, glaube ich, Polarorbit gemacht. Da habe ich das auch nochmal gezeigt, dass man da sehr gut sieht, wo der Orbit langläuft. Und da kann man sich dann einfach visuell dran orientieren. So, gleich haben wir es. Also wir haben jetzt natürlich sehr viel Energie abzubauen, wenn wir von Minmus kommen, aber im Großen und Ganzen klappt das doch ganz gut. Und dann bin ich mal gespannt. Ich denke, wir werden als nächstes einen Minmus Orbit bekommen. Ziemlich sicher. Und ich denke, wir werden diese Rakete wieder nehmen und sie aber ein bisschen zurückspecken. Das war einfach deutlich zu viel. Wirklich deutlich zu viel. Aber schauen wir mal, was als Auftrag dann wirklich kommt. So, ich mache das SRS jetzt mal aus. Irgendwie hat das Ding neuerdings sehr eigenartige Anfälle, sehr durchsichtig zu werden, sobald andere Grafikeffekte drüber liegen. Ich glaube, da ist irgendwie was buggy an der optischen Darstellung. So. Voilà. Wir harren kurz der Dinge, die da kommen, also zum Beispiel dem Boden. Ich werde so irgendwie auf 3 Kilometer die Fallschirme dann gleich aufmachen. Von mir aus auch hier. Das sollte locker reichen.
Das war erschreckend laut. So, dann. Damit haben wir eine schöne, gesunde Höhe und vor allen Dingen auch eine sehr gesunde Geschwindigkeit für den Touchdown. Mal gucken, ob sich hier irgendwie noch was ergibt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ah, doch. Kirbens Wüste sieht gar nicht so wüstig aus. Die Dunkelheit täuscht wohl. Hier nix. Krummericht. Ach so, keine EVA. Warum keine EVA? Warum ist denn gerade keine EVA verfügbar? Das ist ja interessant. Ach so, Zeitraffer. Ja, alles gut, ignoriert mich. EVA-Bericht, speichern, einsteigen. Zack. So, jetzt muss ich noch mal raus. Wir wollen hier natürlich alles noch mal mitnehmen, was wir kriegen können. Daten nehmen. So. Daten nehmen. Experiment speichern. EVA-Bericht. Zack. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Hatte ich noch nicht. Und dann haben wir vor allen Dingen jetzt nochmal einen Q-Bericht frei, weil ich alles rausgenommen und wieder reingespeichert habe. Den nehmen wir noch mit. Das gibt uns nochmal einen kleinen Boost an Wissenschaftspunkten. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Unseren Auftrag haben wir erledigt. Wir sind erfolgreich zurückgekehrt. Aber ich bin vor allen Dingen gespannt, ob die Ausbeute an Wissenschaftspunkten gut genug war, weil ich hoffe ehrlich gesagt so auf 200, 300 Punkte Wissenschaft, damit wir da ein bisschen was rausreißen können. Und tatsächlich waren es eher so 600 irgendwas. It's okay. It's okay. Sehr schön. Also da kann man auch aus einem Flyby ganz gut schöpfen. Jetzt gucken wir uns mal an, was sagt das Missionszentrum. Wir kriegen witzigerweise Erkunde Körben. Und wir bekommen jetzt erstmal Docke mit zwei Raumfahrzeugen an oder um Körben an. Haben wir ja schon am Moon gemacht. Er möchte jetzt gerne, dass wir das an Körben nochmal üben. Aber mein kleines, müdes Auge sieht noch was anderes. Wir haben nämlich noch zwei Aufträge frei. Stelle eine Flagge auf Minmus auf. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, weil der Weg dorthin ist vorgezeichnet. Und bringe grünen Sandstein mit. Den gibt es auch auf Minmus. Den nehmen wir auch nicht mit an. So. Das heißt, was tun wir jetzt? Wir müssen jetzt nochmal das Thema miteinander docken etwas vertiefen. Und das werden wir natürlich tun. Aber vorher geben wir natürlich erstmal hemmungslos Wissenschaftspunkte aus. Denn wir haben 600 Punkte bekommen und die sollten wir auch nutzen tatsächlich. Was ich mir kaufe auf jeden Fall sind die großen Kommandomodule. Warum? Ich möchte gerne, wenn wir die Minmus-Mission fliegen, das erste Mal auch wirklich, also wenn wir die Minmus-Landemission fliegen, das erste Mal mit einem richtig schönen großen Raumschiff fliegen können. Deshalb hole ich mir die große Kommandokapsel und da ist auch die Landebüchse mit dabei. Die Landebüchse ist übrigens auch ein sehr schönes Bauteil als Rover-Basis. Das zeige ich aber später mal. So. Wenn wir mit dem Stuff fliegen wollen, brauchen wir allerdings, und ich meine, es ist hier oder da oben drin. Ne, es ist da oben drin. Hier, genau. Spezialisierte Konstruktion. Da sind die größeren Docking Ports drin. Die brauchen wir dann. Die nehmen wir uns dann natürlich auch noch mit. Jetzt haben wir immer noch ein paar Punkte frei. Mit denen kann man Dinge tun. Je nachdem, was man so möchte. Interessant könnte natürlich sein, hier nochmal andere Bodenexperimente zu haben. Das ist allerdings ein Wetteranalysator. Hier gibt es einen besseren Probe Core. Hier gibt es nochmal andere Triebwerke, die wir benutzen können. Es gibt kleinere Triebwerke, die wir benutzen können. Es gibt andere Treibstofftanks. Es gibt die ersten Robotic-Parts, mit denen wir lustige Sachen anstellen können. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich bevorzuge. Wir können uns zwei Felder nehmen und was ich jetzt mal machen würde, ich würde tatsächlich die Treibstoffsysteme und die schweren Raketenantriebe reinnehmen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Varianz haben bei dem, was wir später bauen können. So. Und damit haben wir dann so ein bisschen
mehr Auswahl und wieder nur noch 11 Science-Punkte. So. Du hast eine knappe Stunde verpasst, Stunde 20. Und moin. Was machen wir jetzt? Wir nehmen jetzt einfach, weil ich ein Cheapo bin und nicht besonders viel Aufwand investieren möchte, nehmen wir jetzt einfach die Raumschiffe, die wir für das Moondocking hatten. Oder Moon-Rendezvous, die müssten nämlich komplett vorbereitet sein. Und das dearmieren wir etwas, weil das wirklich ein bisschen viel des Guten ist. So. Ja, die Dinger haben insgesamt 4000 und ein bisschen Delta V auf Vakuum. Wir müssen nur gucken, ob sie auf der ersten Stage gut genug losfliegen. Das tun sie nicht. Das heißt, wir müssen da ein paar kleine Booster ranklemmen. Das reicht uns dann aber schon. Also wir nehmen unser Moon Rendezvous und benennen das um in Kerbin Rendezvous. Es ist ansonsten die gleiche Rakete. Diejenigen, die die Folge verpasst haben, Docking Port, RCS Thruster oder RFS Steuerungsdüsenblöcke und Monotreibstofftanks. Die Folge davor wird das im Detail gebaut, falls es jemanden interessiert. So, was wir jetzt machen, wir nehmen uns einfach mit den kleinen Entkopplern, die hätte ich vielleicht auch einfach dran lassen können, viermal und nehmen uns vier von den Hammerboostern. Setzen wir jetzt noch ein bisschen tiefer, das nicht irgendwie so komisch aussieht, und packen da vier kleine Nupsis drauf, damit die halbwegs gestreamlined sind. Und das war's dann auch schon. Dann klappen wir das einmal auf und gucken, dass wenn wir das alles gemeinsam starten, dann haben wir ein bisschen viel Schub-Gewicht-Verhältnis. Das heißt, wir können die Booster ein bisschen senken vom Output, dann brennen sie aber auch länger. Na, fast gut. Machen wir 45. 1,6. Völlig in Ordnung. So, und was wir natürlich noch tun sollten, ist die Dinger zu verstreben und uns eine Startrampe daran klemmen, damit das Ding tatsächlich irgendwo hinfliegt. Jetzt können wir nochmal einen kleinen Kontrollblick machen. Wenn wir nachher stagen, wird diese Stufe 1,14 Schub-Gewicht-Verhältnis schon haben. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also wir sind dann positiv. Das alles sauber ins Staging rein. Und wichtiger Punkt, einmal prüfen, dass wir einen Piloten oder eine Pilotin dabei haben. Das ist hier gegeben. Und dann können wir das schon in Orbit fliegen. Also, wie gesagt, viel ist jetzt sehr viel einfacher. Wir vertiefen einfach nochmal das Docking-Thema mit Rendezvous und Docking im Kerbin-Orbit an sich. Ich glaube, das schadet nicht, weil es halt eine der schwierigeren Sachen ist, das ein bisschen öfter zu machen. Okay, SRS an und wir zünden einfach die Rakete. Warum war das so laut? Und gehen so ganz leicht in Richtung der 90 Grad rüber. So, und bei 120 ungefähr haue ich den rechtläufig oder Prograde-Marker rein. Und dann übernimmt der liebe Jebediah für mich den Gravity-Turn. Das Ganze lasse ich jetzt einfach auf Vollstoff laufen. Tatsächlich, weil ich genug Fuel habe für die ganze Aktion. Und im Moment erstmal Höhe gewinnen will und vor allen Dingen auch Sprit rausbrennen will aus der mittleren Stage. Wir werden gleich noch mehr als genug Zeit damit verlieren, dass die erstmal wieder Schwung gewinnen muss. Bassel, moin, grüß dich. So, die Feststoffbooster sind durch. Weg damit. Das hat richtig gut geklappt. Die kommen auch nicht mehr unten an. So, und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass er hier sein Näschen noch rumbekommt. Nehmen wir ihm einfach mal ein bisschen Schub raus. Steht er 1,03. Na, so schlimm ist es gar nicht. So, ich gehe jetzt mal mit dem Schub runter. Wir sind schon sehr gut auf Höhe hier. Wir können uns das einfach sparen und warten jetzt, bis der ein bisschen mehr mit der Nase rumgedreht hat.
bevor wir ihm nochmal Schub reingeben. Wir sind auch sehr schnell mittlerweile schon. Die Upper Stage hat auch noch mehr als genug Energie, um uns rauszutragen. Sieht also alles insgesamt ganz gut aus. Und ich gehe jetzt hier auf nur Stabilitätsassistenz und auf den Horizont, eben weil wir schon hoch genug sind, und gebe jetzt wieder Vollschub rein mit Shift, damit die Rakete jetzt noch beschleunigt, so gut es geht. Ihr seht hier drüben, die Apoapsis entwickelt sich ja trotzdem weiter, auch wenn wir auf den Horizont gehen, weil wir sie weiter rausschieben. Und jetzt lassen wir die Stufe einfach leer brennen, machen dann unser Fairing auf und fliegen mit der nächsten Stufe weiter. Das sollte uns dann relativ entspannt in den Orbit hochbringen als Docking Target. So. Ich werde mit dieser Rakete einen etwas höheren Orbit anfliegen, damit wir es uns leichter machen, den Chaser Orbit zu machen. Das heißt, ich werde hier jetzt so auf ungefähr 100 Kilometer hochbrennen. Damit kann ich das mit dem Chaser ein bisschen besser und einfacher zeigen für euch. Also nicht wundern, warum ich diese Höhe anstrebe. Das hat tatsächlich was damit zu tun, einfach unter der Rakete genug Platz zu lassen, dass man sie unterfliegen kann und zu ihr aufholt. Ich lasse jetzt diese leichte Inklination tatsächlich mal drin. Ich wollte sie gerade rausschieben. Gibt es einen Startplatz, der sich für polare Umlaufbahnen empfiehlt? Es gibt andere Startplätze. Ich weiß gar nicht, ob es so viel effizienter ist am Ende, weil du musst so oder so die polare Umlaufbahn machen. Also ich fliege die auch von Kerbin, also vom KSC aus immer. Und habe damit bisher noch nie Probleme gehabt. So, und es geht immer schön weiter, bis die Apoapsis jetzt auf 100 Kilometer hochgeht. Dann hören wir auf zu brennen. Und dabei könnt ihr schön flach bleiben, weil was wir machen, ist eigentlich das Ganze hier nach hinten rausschieben. Oh, ich bin schon ein bisschen drüber. Jetzt habe ich mich selber verkalkuliert. Ich muss die Nase jetzt hochziehen, um die Apoapsis wieder vor mich zu bekommen. Vor lauter Gerede nicht drauf geachtet. Also wenn euch das mal passiert, dass die Apoapsis hinter euch ist, dann wird die nämlich immer flacher erstmal mit der Zeit. Zieht sie einfach mit so leichtem Anstellen wieder vor euch hin. Dann klappt es auch mit dem Orbitalflug ein bisschen besser. So, wir stagen uns jetzt auf die nächste Stufe durch. Und jetzt seht ihr, verschwindet die Apoapsis sehr, sehr schnell und ist dann auch bei 100 Kilometer einwandfrei. Da werden wir jetzt einmal hin Zeitraffern. Oh, habe ich die Antenne schon wieder abgerissen? Ja, gleiches Konstruktionsproblem wie beim letzten Mal. So, und auf der anderen Seite, sobald ihr dann an der Apoapsis seid, geht ihr wieder Prograde und zieht den einfach auf der Periapsis auch auf 100 Kilometer hoch. Das heißt, wir warten hier bis eine Sekunde vorher und dann schieben wir mit Shift einfach den Schub hoch. Und sobald das flippt, machen wir aus. So, good enough. Das ist unser Docking Target. Und jetzt brauchen wir natürlich noch das zweite Raumschiff, was an der ganzen Geschichte andockt. Und ich guck nochmal, wir haben den angenommen, docke mit zwei Raumfahrzeugen an oder um Kerbin an. So, das machen wir. Dafür braucht man natürlich eine zweite Rakete. Ja, ein Polarorbit braucht ein bisschen mehr Power als ein normaler Orbit, weil ihr ja schon die Kerbin-Rotation normalerweise mit drin habt, wenn ihr nach Osten startet. Das fehlt euch natürlich auf dem Weg nach Norden. So. Hier machen wir jetzt wieder schön die Doppelklappe entfalten aus. Zack, dann hält auch die Antenne durch. Und gucken, dass hier wieder Pilot drin sitzt. Pilotin in diesem Falle. Valentina übernimmt das Ruder und das machen wir auch direkt so. Und damit schießen wir direkt die nächste Rakete hinterher. Ja, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So, oder? Gleiches Spiel in Grün. Ich weiß nicht, was gerade mit den Geräuschen los ist. Ist das bei euch auch so laut? Ich kriege fast einen Hörsturz, ey. Ich weiß nicht, warum der plötzlich so hochgesteuert hat. Also das Spiel an sich.
So, ich werde jetzt gleich mal ein bisschen Schub rausnehmen. Das Teil hat nämlich mehr als genug. Dann klappt das auch besser. Ich gucke gleich mal in den Settings. Wartet mal, als ob sich da irgendwas verstellt hätte. Ich nehme mal das Raumfahrzeug runter auf 30. Ich glaube, so ist es ein bisschen verhältnismäßiger für die Öhrchen. Ich will euch ja nicht wehtun. So, Boosters durch. Das ist laut genug, aber es bringt einen nicht um. Das ist okay für mich. So, jetzt hat der Gravity Turn auch ein bisschen sauberer geklappt, diesmal so gefühlt. Emotional war der besser. Gut, dann schauen wir mal. Ich bleibe jetzt mal auf Vollschub, wie sich das so entwickelt. Das sieht aber alles ganz gut aus. Ich glaube, wir können jetzt schon ein bisschen flacher gehen. Ich gehe mal so auf 10 Grad runter. Kämpft noch ein bisschen gegen mich, die Rakete, aber die Luft ist halt noch doch relativ dick. Auf 30 Kilometer Höhe bei der Geschwindigkeit, die wir so haben, aber im Großen und Ganzen ist es okay, glaube ich. Gut. Die Rakete bringen wir jetzt mal so auf einen 75 Kilometer Orbit. Das heißt, als erstes geht jetzt auch gleich erstmal das Fairing wieder auf und dann, ja, seht ihr so wird es auch was mit der Antenne. Und dann weiter geht's mit der nächsten Stage. Wie gesagt, wir haben hier noch ein bisschen Höhe zu gewinnen. Wir sind noch nicht ganz raus aus der Atmosphäre. 75 Kilometer ist unser Zielorbit mit der Geschichte. Mit F5 wird der letzte Quicksave überschrieben. Aber was ihr machen könnt, ist Alt F5. Ich habe das jetzt mal schnell gemacht. Und dann könnt ihr eurem Quicksave einen Namen geben. Somit könnt ihr mehrere Quicksaves anlegen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, innerhalb einer Landung wollt ihr an mehreren Stellen speichern, dann drückt auch einfach Alt F5 und macht einen alternativen Quicksave. Und den kann man dann, ich weiß gar nicht, ob Alt F9 geht, glaube ich nicht, ne? Nee, dann kann man aber beim Spiel laden. Spiel wird geladen. Genau, dann habt ihr hier den alternativen Quicksave und F5 ist der Quicksave einfach. Ne? Sehr gerne. Schöne Frage. Gute Frage. Berechtigte Frage. Alt F9 geht. Bei mir geht Alt F9 witzigerweise nicht. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich noch in der Atmosphäre fliege gerade. Mir war nämlich auch so, dass Alt F9 eigentlich geht, aber wer weiß. So. Ich gucke gleich nochmal, wenn ich im Orbit bin. Kilometer ist unser Ziel. Dahin sind wir gerade ganz gut unterwegs. Und ich habe jetzt mal bewusst auch nicht drauf geachtet, wo Jebediah gerade ist, sondern wir starten jetzt einfach mal in Orbit und werden uns dann entscheiden, wie wir von da aus am besten Jebediah eingefangen haben. Spoiler, Spoiler, ist es hier oder hier? Es ist da drüben. Es ist tatsächlich exakt die gleiche, die andere Seite fast. Aber Bock, ich glaube, ich weiß, was dann passiert. Aber danke für den Trollversuch. So, bei 75 Kilometern mache ich dann aus erstmal und lass uns auf die Apoapsis hochcoasten. Also wir treiben dann einfach ein Stück. Das ist jetzt der Fall.
So, jetzt können wir mal, wenn die Antenne es überlebt hat, die Antenne auch tatsächlich ausfahren. Und dann warten wir kurz die 3 Minuten ab bis zur Apoapsis. Sobald man aus der Atmosphäre raus ist, müsst ihr den Zeitraffer dann einmal deaktivieren. Dann könnt ihr nämlich auch den besseren Zeitraffer nehmen, der etwas fixer geht. Und dann zünden wir hier noch mal ganz kurz, um unseren Orbit fertig zu machen. Et voilà. So, wir haben jetzt einen Orbit und wir würden gerne das andere Kerbin-Rendezvous treffen. Da kann man jetzt verschiedene Sachen daraus machen. Also, eigentlich ist es so, dass es jetzt einfacher und schneller wäre, wenn er uns einholt, also das andere Raumschiff, weil, wenn ich jetzt mal gucke, ich setze jetzt mal das so ein bisschen wie eine Uhr, dann ist es ja so, wenn jetzt das Kerbin-Rendezvous hier oben, also Jebediah, auf der 12 ist, sind wir noch nicht auf der 6. Das heißt, hier ist die Entfernung kürzer. Das würde heißen, eigentlich wäre es effizienter, wenn Jebediah uns jagt. Jetzt sind wir aber auf der Position, dass wir eh schon einen niedrigen Orbit haben und eigentlich keine Energie verwenden müssen, sondern wir lassen das jetzt einfach mal im Zeitraffer laufen. Und wie ihr seht, warte mal, das ist gut, wenn man sie beide gleich nennt. Das sind wir. Und das ist die andere Kapsel. So, und jetzt habe ich mal Rechtsklick drauf gemacht. Wie ihr seht, kommen wir der ganzen Geschichte jetzt nach und nach näher. Also mit jeder Sekunde, die so verstreicht, verringert sich die Distanz. Und das geht dann auch relativ schnell, gerade weil wir doch sehr viel niedriger sind. Warum? Weil wir uns einfach auch schneller bewegen und eine kleinere Kreisbahn haben. Dieser Orbit hier, der blaue, auf dem wir fliegen, ist halt einfach sehr viel schneller zu erledigen als der große Orbit hier. Ich hatte das in der letzten Folge ja schon mal ein bisschen genauer noch erklärt, warum es so ist. Deshalb werde ich jetzt nicht nochmal darauf eingehen. Was wir jetzt aber abwarten müssen, ist, bis so ein gewisser Abstand da ist, aus dem wir sagen, so jetzt könnte es Sinn machen, sich mit der Rakete dann auch tatsächlich zu treffen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mehr in Zeitraffer und würde jetzt mal langsam nach einem Manöver gucken. Und zwar, wenn wir hier drüben sind an der Tag-Nacht-Grenze, würde ich es mal ausprobieren, weil meine Hoffnung wäre, dass es ganz gut klappt, wenn wir dann drüben wieder ins Licht kommen. Aber da sehen wir dann auch, Zielposition ist immer noch sehr weit vor uns. Das heißt, was wir jetzt mal machen können, jetzt benutzen wir hier mal dieses Tool, das ich selber auch viel zu selten benutze. Gehen jetzt in das Manöver rein. Und dann können wir im Manöver-Editor hier unten mit dem Plus eine Umlaufbahn später machen. Und eine Umlaufbahn später sieht schon sehr viel besser aus. Noch eine Umlaufbahn später ist dann aber zu spät. So, das heißt, wir gehen hier wieder auf Minus. Das ist übrigens ein tolles Feature dieses Editors, ne? Dass er das auch mal wirklich im Einsatz gezeigt, weil ihr jetzt hier sagen könnt, ich warte noch einen Orbit, ich warte noch einen Orbit, ich warte noch einen Orbit oder eben auch nicht. Jetzt sind wir schon relativ nah beieinander. So, Entschuldigung, falsche Ding gelockt. Wenn wir jetzt hier ich will nicht den aufsteigenden Knoten, ich möchte gerne nur den Schnittpunkt haben. So, wenn wir den jetzt mit Rechtsklick markieren, sehen wir 52,5 Kilometer. Jetzt können wir mit der Position ein bisschen arbeiten, um uns anzugucken, können wir das in irgendeine Richtung verschieben, um es besser zu machen. Wenn wir hier lang schieben, sehen wir jawohl, das wird erstmal besser, 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 besser. Ab einem gewissen Punkt wird es das halt nicht mehr. Und unser Ziel ist es wie immer, erstmal unter die 10 Kilometer zu kommen. Das haben wir und jetzt schieben wir noch so lange weiter. Ah, bei 7,5 hört er jetzt langsam auf. Und da lassen wir ihn jetzt einfach auch. Das ist unser Manöver, was wir fliegen werden. Und Mahlzeit, Duke. Und schön, dass du wieder da bist, Major. Ich freue mich sehr, sehr. Ich hoffe, die Kamera ist klein genug, dass man meine Gesichtszüge nicht so gut erkennen kann. So, wir machen jetzt einen Zeitraffer bis zu unserem Manöver. Und das fliegen wir jetzt natürlich auch. Das ist im Prinzip eine Prograde-Beschleunigung, weil wir ja an die ganze Kiste ran wollen. Und wie gesagt, wir kommen jetzt auf 7,5 Kilometer ran. Oh, das ist das erste Mal seit 27 Monaten KSP gestartet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast seit. Me Na, das glaube ich nicht, dass du 27 Monate kein KSP anhattest. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht.
kann ich mir nicht vorstellen. Also lange ja, aber 27 Monate, ich bitte dich. So, jetzt machen wir mal kurz das Manöver und dann muss ich mal wieder eine kleine Hallo, schön, dass ihr da seid, Break einlegen. Während wir uns weiter bewegen. Also, wir beschleunigen jetzt hier auf unser Manöver zu. Machen das so exakt wie möglich. Zack. So, und dann kommen wir bei 7,6 Kilometern an. Und jetzt mal stellvertretend für alle, die ich sonst verpasst habe. German Sky, Kavisch, Pregel, Tony Tone und Semikolon. Das hat einen Moment gedauert. Mein Leadspeak ist nicht mehr fließend. Und dieser Yoshi. Vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Und natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt haben wir genug Energie reingegeben, um unseren Orbit zu kreuzen oder zumindest uns nahe zu kommen mit dem anderen Raumschiff. Jetzt haben wir das Problem, dass wir auch noch ein bisschen hier auseinander liegen. Wir können das nachher hier lösen. Okay? Kein fließend Leadspeak. Schlecht. Naja. Nicht, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Wir könnten das hier an dem aufsteigenden Knoten lösen, wir können es aber auch hier lösen. Ich löse es jetzt einfach mal hier, wenn wir uns eh getroffen haben. Das heißt, wir werden jetzt bis hierhin schon mal ein bisschen vorspulen. Und was wir dann machen, das passiert normalerweise auch automatisch, ist, dass sich das hier auf Ziel umstellt und wir gehen auf Ziel Retrograd. Also wichtig ist, dass hier Ziel oder Target drin steht, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch spielt, und Retrograd oder rückläufig. Wir wollen nämlich dann hier an der Position einmal unsere Geschwindigkeit erstmal angleichen ans Ziel. Wir sind nämlich im Moment noch sehr unterschiedlich. 65 Meter pro Sekunde ist eine Menge. Okay. Das ist, ihr müsst das immer mal 3,6 nehmen, dann habt ihr die kmh. Also hier geht ein bisschen was. Wir würden da sehr schnell dran vorbeizischen und uns dann auch wieder entfernen. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, zählen die Science-Punkte hier als Kerbal-Dollar für Hardcore-Colonization? Die Science-Punkte hier sind das, was für alles zählt. Also damit könnt ihr euch dann natürlich gerne auch Kerbals holen, klar. So, und die Kerbals werden im Moment vor allen Dingen bei Colonization eingefügt. Klar, im Tutorial macht es ja wenig Sinn. So, wir gleichen das jetzt einmal an. Und jetzt gehen wir Ziel Prograde. Der Prograde-Marker ist der andere pinke. Also der kreisförmig ist. Ich kann den noch nicht automatisch anwählen lassen. So gut ist Valentina als Pilotin noch nicht. Deshalb muss ich den selber suchen. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt auf den Prograde-Marker. Das seht ihr im Normalfall auch schon das andere Schiff, wenn ihr es als Ziel markiert habt. Wenn ihr das nicht seht, drückt mal F4. Ich habe es jetzt ausgeschaltet. F4 macht es wieder an. Und mit Shift gehen wir jetzt auf das Ziel zu. Und da guckt ruhig, dass ihr ein bisschen Schwung erstmal reinnehmt. 10 bis 20 Meter pro Sekunde sind okay. Drüber solltet ihr im Normalfall nicht gehen. Dann kommen wir hier schon mal auf eine bessere Begegnung mit 4,3 Kilometern. Das können wir jetzt immer so ein bisschen ausgleichen. Das wird sich nämlich im Zuge, wenn ich jetzt den Zeitraffer anmache, wird sich das verschieben. Ihr seht jetzt im langsamen Zeitraffer, das bewegt sich langsam weg. Das liegt daran, dass unsere Orbits noch nicht ganz gleich sind. Und das könnt ihr ausgleichen, indem ihr einfach auf die andere Seite geht und das wieder ein bisschen ranzieht. Der wichtige Part hierbei ist, nicht zu schnell zu werden, weil irgendwann geht euch das Delta-V-Budget aus. Aber das wird euch schon mal ein bisschen näher ranbringen. In unserem Falle jetzt auf 1,8 Kilometer. Aber können wir das noch besser? Natürlich können wir das noch besser. Deshalb machen wir jetzt mal die Karte auf. Klinken das hier ein. 1,8 Kilometer sind angezeigt. Und wir haben ja sehr viel Delta-V-Budget. Wichtig, ihr müsst das bremsen können. Ne? So, und jetzt ziehen wir das noch ein bisschen näher ran und gucken mal, wie weit wir es übertreiben können in dieser Annäherung. Ja, 400 Meter, 300, 200, 100. Und 100 lassen wir auch mal. 100 ist nicht 0. 100 ist nicht 0. Und der nächste, der den alten F4-Witz macht, wird gekickt. Ist jemand von den Mods da? So, also wir sind jetzt 100 Meter dran. Warum 100 Meter? Falls jetzt irgendwas passiert, haben wir noch keine wirkliche punktgenaue Annäherung. Das heißt, sollten wir jetzt irgendwie zu wenig Sprit haben oder so, fliegen wir halt dran vorbei. Es passiert nichts Schlimmes. Wir haben eigentlich genug Sprit. Der Antrieb ist jetzt mehr oder weniger leer.
Oh, habe ich den wirklich auf den Punkt leer geflogen? Ja, sehr schön. Na, dann können wir den jetzt. Und nur deswegen, weil ich 0,1 Kilometer Abstand gelassen habe, kann ich den jetzt abwerfen, okay? Miki, um das nochmal zu sagen, das war scherzhaft gemeint. So, ich decouple jetzt schon mal diese Stage, die brauche ich jetzt nämlich nicht mehr. Macht das nicht bei 0,0, dann habt ihr keine Kontrolle mehr über diese Stage, dann ist das eventuell ein Geschoss, was einschlägt. Wir zeitraffern uns jetzt mal ein bisschen ran. Ihr seht, wir kommen jetzt knapp dran vorbei. Jetzt machen wir im nächsten Anflug auch nochmal eine Bremsung rein. Wir haben jetzt noch relativ viel Zeit im Sonnenlicht, das heißt, wir haben viel Zeit für unser Docking. Das heißt, erster Schritt ist jetzt zu gucken, dass wir unsere Geschwindigkeit wieder mit dem Ziel angleichen, um irgendwo in der Entfernung, ich nehme jetzt schon mal den ersten Schwung raus, damit ich mehr Zeit habe zu reagieren, uns zum Stillstand zu bringen. Das wird irgendwo sein, wenn dieses Gerät an uns vorbeifliegt. Das wird hier irgendwann passieren. Also passieren im Sinne von es passiert, aber es passiert auch uns auf dieser Höhe. Also es fliegt an uns vorbei. Und ihr könnt dann einfach so nach und nach Geschwindigkeit rausnehmen. Wir werden jetzt irgendwo unter den 100 Metern landen. Also 0,1 bedeutet immer irgendwo zwischen wir treffen es nicht genau und unter 100 Metern Abstand. Und hier bringe ich uns jetzt einmal auf 0,0. Und jetzt haben wir erstmal den ersten guten Punkt. Den ersten guten Punkt in Richtung dieses Dockings zu starten. Warum ging die Stufe Richtung Ziel? Letzten Endes, weil ich wusste, dass ich daran vorbeifliege und weil ich nicht wusste, welcher andere Vektor es kaputt macht. Wenn ich jetzt direkt weiß, ich habe, wenn ich in diese Richtung fliege, 100 Meter Abstand, dann kann ich einfach das Ding loslassen und es fliegt daran vorbei und damit bin ich safe, dass es nicht diese Stage treffen wird. Das war jetzt meine Überlegung dahinter. Ich kann so oder so nicht genug Impuls erzeugen, um das Ding in den Körben, in die Körbenatmosphäre eintreten zu lassen. Dafür ist der Trennimpuls viel zu gering. Es fliegt halt einfach weiter, wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, auf der vorhandenen Umlaufbahn. Also an der Umlaufbahn hat sich nicht so viel geändert. Ja, die ist nur minimal abweichend. Aber sie ist halt minimal abweichend. Dadurch haben wir das Problem nicht. Also nur weil ich das Ding Richtung Körben drehe und dahin schieße, fliegt das da nicht hin. Dann habt ihr noch nicht verstanden, wie Orbitalmechanik funktioniert und müsst noch ein paar Tutorials hier strafweise gucken. So. Jetzt haben wir hier unser Ziel. Wir gehen das jetzt nochmal durch. Also wir wollen natürlich am Ziel gerne Rechtsklick auf den Dockingport als Ziel setzen. Und wir wollen bei uns gerne Rechtsklick auf den Dockingport von hier steuern. Jetzt machen wir uns auch wieder mit V die gelockte Kamera oder arretiert in Deutsch und gucken erstmal, dass wir den Zielvektor finden, also den pinken Kreis. So. Wenn ihr das habt und hier oben das Fenster seht, ist das Schöne, dass dann A wieder links ist, D ist rechts, S ist nach oben. Wie jetzt nach unten. Jetzt wollen wir da vorne andocken. Das passiert natürlich nicht einfach so, sondern wir können jetzt über die Rakete peilen oder ihr macht das hier unten ungefähr in die Richtung RCS an und wir drücken die Taste H. Die Taste H ist ein Vorwärtsimpuls. Wir nähern uns jetzt erstmal mit einem halben Meter pro Sekunde an. Und wenn wir jetzt sehen, wohin uns das trägt, ist das ungefähr hier. Wir wollen dahin. Das heißt, wir können jetzt über die Tasten, mit denen wir die Richtung steuern, ein bisschen beeinflussen, wie das Ganze passiert. Ich persönlich möchte gerne ein bisschen nach unten noch. Das heißt, ich drücke I und ich finde die Seitenabweichung eigentlich schon ganz gut. Das heißt, ich nehme jetzt L, bis ich unter dem pinken Marker bin mit dem gelben Marker. Das heißt, das passiert dieses sich bewegen nach links, rechts, unten, oben. Das bezieht sich alles auf den Nav-Ball, okay? So. Jetzt lassen wir uns erstmal ein bisschen ranziehen. Und ich bringe das jetzt ein bisschen höher. Wir sind jetzt nämlich weit genug unten. So. Jetzt gehen wir erstmal mehr in Richtung Ziel. Und
Und das Ganze können wir mit dem Zeitraffer dann auch erstmal ein bisschen laufen lassen, damit wir näher rankommen. Das sieht alles schon mal ganz gut aus. So, und jetzt nehme ich den Zeitraffer mal raus. Und jetzt sehen wir, ich würde gerne noch ein bisschen rüber und ich würde gerne noch ein bisschen runter. Das heißt, ich gehe also nach links rüber. Das heißt, mit I habe ich ihm jetzt den Puls nach unten gegeben. Mit J gebe ich ihm den Impuls nach links, sodass wir uns ein bisschen mehr auf den Dockingport eindrehen. Das andere Ziel lasse ich einfach stationär in dem Falle und muss mich dann gar nicht weiter drum kümmern. So, meine gesamte Flugrichtung kann ich unten, wie gesagt, dem Navball entnehmen. Und wenn ich jetzt langsam die Tiefe erreicht habe, die ich wollte, dann gehe ich mit K wieder auf Höhe und mit L kann ich auch die seitliche Bewegung hier ein bisschen ausgleichen. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und ich bleibe ausgerichtet auf mein Dockingziel. Jetzt bringe ich die übereinander. Muss noch eine ganz leichte Korrektur nach links fliegen, wenn ich das so sehe. Und wenn ich jetzt mal seitlich gucke, auch noch ein bisschen nach unten. Aber nichts Wildes mehr. Und dann warten wir einfach ab, wie das Ganze zusammenkommt. Wenn ich sehe, dass alle Winkel sich so ein bisschen aufgelöst haben, es gibt dann irgendwann mal so, die Höhe ist gleich, die seitliche Abweichung ist in Ordnung, dann kann ich das alles so nach und nach ein bisschen gerade ziehen. Auch das ist ziemlich okay mittlerweile. So, weil jetzt bewegen wir uns einfach nur noch relativ exakt auf den Dockingport zu. Und jetzt nehme ich so 2 Meter vorher das SRS, wenn ich ruhig liege, einfach raus. Und lass die Anziehungskraft der Dockingports den Rest machen. Ne? Wenn der Winkel halbwegs passt, so ein paar Grad sind überhaupt nicht schlimm, sollte halt nur nicht irgendwie so sein, dann ziehen die sich von alleine zusammen. Und damit haben wir jetzt hoffentlich. Unser Andockmanöver erledigt. Und können zurück nach Kerbin fliegen. Ich würde das jetzt hier gar nicht zu lange abfeiern, weil wir wollen ja gucken, was die Folgeaufträge sind. Das heißt, wir gehen jetzt in einen Retrogradflug mit Valentina und werden mit ihr als erstes landen. Zack. Dafür einfach Retrograd gucken, dass euer Antrieb nicht auf Jebediah zeigt und die Spitze auch nicht auf Jebediah zeigt. Und dann heißt es Schub geben, bis eure Periapsis irgendwo im Bereich von deutlich unter 70 Kilometer ankommt. Ich gehe mal so auf 30 und dann wird mit Valentina auch schon gelandet, während Jebediah noch eine Runde dreht. So, den ganzen Stuff hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können einmal gucken. Hier kann es jetzt tatsächlich Sinn machen, das nicht direkt in Flugrichtung abzustoßen, sondern zum Beispiel nach oben oder nach unten. Da geht es aber nur darum, dass das nachher nicht in Flugrichtung euch wieder entgegenkommt. Also jetzt stagen. Nochmal stagen, weil das ein Leerstaging war. Das hat was damit zu tun, dass ich ja in diese Richtung fliege und jetzt sichergestellt ist, dass das Ding da irgendwo neben mir ist. So. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, Docking mit diesem Undock-Modus zu machen. Ich persönlich finde den Undock-Modus sehr unkomfortabel und erkläre es deshalb auf eine andere Art und Weise. Es steht natürlich jedem frei, sich ein Tutorial zum Undock-Modus anzugucken. Ich mache es immer aus dem normalen Flugmodus raus, weil ich dann auch die ganz normalen Steuerungselemente zur Verfügung habe, falls ich abbrechen will oder losfliegen. Ich muss dann nicht erst irgendeinen Modus umschalten, muss alles umdenken, sondern ich kann halt mit den ganz normalen Tasten arbeiten, mit denen ich immer arbeite. Ist aber wie gesagt Geschmackssache und das andere ist auch nicht falsch. Ich mache es halt einfach anders. So. Wieder Eintritt läuft. Zeitraffer das jetzt tatsächlich mal durch, weil hier jetzt nicht so viel Neues und Spannendes passiert. Und nehme mal währenddessen meinen letzten Schluck Kaffee. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Fragen zu stellen.
Genau, der Wiedereintritt wird jetzt einfach einen kurzen Moment dauern und ich hoffe ja darauf, ich bin sehr gespannt, ob das dann jetzt als nächstes kommt, aber ich hoffe ja darauf, dass wir jetzt als nächstes was stärker Minmus-spezifisches noch bekommen. Ja, und ich werde die Fallschirme jetzt auch ein bisschen später aufmachen, damit das nicht so lange dauert. Wie viel G sollte ein Kerbal-Satellit im Endgame haben? Also eigentlich mit den großen Antennen, wenn du an den Satelliten da einfach drei oder vier Stück anbaust, von dem Combinable bist du eigentlich immer ganz gut bedient, wenn du jetzt nach einem Relay für Deep Space guckst. Ansonsten gibt es für die Reichweiten gibt's im Web ein paar Tabellen. Also musst du einfach mal nach Funkreichweite KSP suchen. Da findet man ganz gute Übersichtstabellen. Mit den Werten, die man für die Planeten jeweils braucht, weil das natürlich sich auch unterscheidet, ob die gerade auf der gleichen Seite wie Körben sind im Sonnensystem oder auf der anderen Seite, dann werden die Distanzen natürlich kleiner oder größer. Von daher ist das immer so ein gewisser Spielraum. Aber eigentlich passt der Tech-Tree immer ganz gut zu dem, was man gerade so treibt. So, und jetzt haben wir hier die letzten paar Meter, die wir zu Boden sinken. Und dann gucken wir mal, was unser Folgeauftrag ist. Bin sehr gespannt. Ich tippe weiterhin auf Minmus. Ich würde aber denken, dass der Orbit jetzt als erstes kommt. Oh, das ist keine gute Landestelle. Das ist gar keine gute Landestelle. Aber wir stehen. Sehr schön. Okay, sowas kann passieren. Manchmal rollt man dann einen Berg runter. Deshalb F5. Vor allem, was ihr tut, F5. Hat die Distanz zu Kerbal im Spiel auch einen Einfluss auf die Leistung von Solarmodulen? Hat sie tatsächlich. Also ein Solarmodul wird weniger effizient, wenn ihr weiter rausfliegt und es wird mehr effizient, wenn ihr weiter reinfliegt. Also ja, die Entfernung zur Sonne hat einen direkten Einfluss auf die Effizienz eurer Solarmodule. Das ist tatsächlich abgebildet. Räumen wir kurz ein bisschen auf. Anscheinend haben wir auch schon gerettet. So, Kerbin Rendezvous die zweite. Und hier werden wir jetzt mal die schnelle Variante der Landung machen, nämlich die ohne langen Wiedereintritt. Wir machen jetzt mal. Jebediah muss das abkönnen. Er ist schließlich Jebediah. Wir machen jetzt mal den sehr direkten Wiedereintritt. Sehr, sehr direkt. Und schönen guten Tag. Crazy. Mir geht es heute sehr gut, denn ich kann Kerbal Space Program spielen im Internet. So, das sollte die Eintrittsdistanz oder Wiedereintrittsdistanz relativ kurz halten. Einmal. Weg mit dem Ding. So, dann Zeitraffer an und ab nach Hause. Gibt es diesen Katapulteffekt in KSP? Welchen Katapulteffekt meinst du? Meinst du Swing-Bys? Also Gravity Assist? Da fliegst du zu Minmus und was ist? Keine Fallschirme verbaut. Also, die gute Nachricht ist, Pet Pirate, auf Minmus ist das noch kein Problem. Auf Minmus ist das noch kein Problem. Gravity Assists funktionieren. Ich hatte das vorhin ja im Vorbeiflug an Minmus gezeigt, was der Unterschied ist, was der Gravity Assist mit uns macht. Gravity Assists funktionieren in beide Richtungen und auch der Oberth-Effekt funktioniert im Spiel. Also es sind sehr viele Sachen sehr exakt abgebildet. Ja, ich dachte mir schon, dass du die Fallschirme eher im Rückflug benutzen willst. Aber deshalb sagte ich ja, auf Minmus ist das noch kein Problem. Zurückzu wird es halt ein bisschen unangenehm. Oder du parkst halt einfach im Orbit und rettest dich selber aus dem Kerbin Orbit. Das ist auch immer eine Möglichkeit.
So, Jebediah kehrt auch von dieser sehr, sehr aufregenden, wir haben das 5000. Mal Docking geübt, Mission zurück. Aber ich kann das nur immer wieder unterstreichen. Docking müsst ihr üben und wenn euch Docking irgendwann leicht fällt, könnt ihr alles bauen und alles erreichen in KSP. Docking ist tatsächlich, ich sag mal, das Schlüssel-Knowledge in KSP, um alles tun zu können. Ihr könnt dann nämlich beliebig große Raumschiffe einfach im Orbit zusammenbauen, weil ihr ja letzten Endes keine Begrenzung mehr habt, was ihr hochschickt. Ihr könnt kleine aerodynamische Teile machen, die später eine sehr große, komplexe Raumstation ergeben. Ihr hebt mit, wenn ihr Docking gut beherrscht, hebt ihr in KSP eigentlich alle Limits auf. Außer dann irgendwann kommt der Krake und zerreißt euch alles. Also die Limits bleiben weiterhin bestehen. Oder euer Rechner macht nur noch eine 1 Frame per Second Dia-Show bei 5000 Teilen. Das sind natürlich dann andere Probleme, die auftreten. Aber die anderen Begrenzungen hebt ihr mit den Docking-Ports halt komplett auf, weil ihr euch bauen könnt, was auch immer ihr wollt. Reguläre oder langjährige Zuschauer kennen das von mir, dass ich ein großer Freund bin, auch in den größeren Serien dann mal sehr, sehr umfangreiche Raumschiffe für interplanetares Reisen im Orbit zusammenzubauen. Und das hilft wirklich. Es hilft eine Menge, weil ihr könnt ganz andere Sachen dann machen. Und Yoshi, die Frage ist, wie kann man von der anderen Startplattform starten? Das ist eine sehr gute Frage und deshalb zeige ich das einmal direkt auch im Spiel, weil das vielleicht auch den ein oder anderen interessiert. Wenn du in der Flugzeug- oder Raumschiffhalle bist, dann hast du hier oben einen Knopf, mit dem kannst du die Startrampe ändern. Und das ist. Das ist nur der Editor wechseln. Moment. Wo ist denn der Knopf hin? Habe ich mir den eingebildet? Muss in den Optionen aktiviert werden. Okay, eventuell. Eventuell habe ich das gar nicht eingeschaltet. Welcher Parameter ist das denn, damit es alle haben? Bei der Karriere ist es tatsächlich eine Karriereoption. Andere Startplätze erlauben. Ah, okay. Da muss man es tatsächlich erst erlauben. Okay, andere Startplätze erlauben. Dann habt ihr aber eine benutzerdefinierte Karriere. Oder halt auch nicht. Jetzt ist meine. Egal, wir haben immer noch eine Normalkarriere. Aber für die Psyche ist es nicht gut. Aber hier wäre der Punkt. So, und um das jetzt nochmal zu zeigen, wo es dann ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist eigentlich. Ja, genau. Kann man hier dann, wenn du drüber gehst, die anderen Startrampen auswählen und wenn du dann draufklickst, kommst du dahin. So, ich mache das jetzt mal wieder aus, aber ich hoffe, das beantwortet die Frage. So, Dankeschön für den Hinweis, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass man das in der Karriere anschalten muss. Zack, ich mache es bei mir aber wieder aus. Wir fliegen nämlich immer vom KSC. Ich bin ein kleiner KSC-Spieler. So, seht ihr, sogar ich lerne hier noch ab und zu mal was. Das ist doch auch schön. So, erkunde Minmus, umkreise Minmus, nicht abgeschlossen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, ich gamble jetzt wieder ein bisschen auf eine gute Minmus-Mission mit einer Landung. Denn in dieser Mission steht nur, dass ich es umkreisen muss. Da steht nicht, dass ich zurückkehren muss. Deshalb werde ich jetzt versuchen, eine Landefähre direkt zu bauen, um auf Minmus ein bisschen was runterzureißen. In der Hoffnung, dass wir diesen Auftrag erledigen und dann aus dem Orbit direkt den Folgeauftrag mit der Landung abgreifen können. Und dann schauen wir mal, was mit den Aufträgen wirklich passiert. So.
Zack. Voilà. Juti, ich muss mal ganz kurz. Crazy, möchtest du bitte Aphobius mal auf diesem Channel bannen? Vielen lieben Dank. Tschüss, Aphobius. Viel Spaß dir. Und wir machen dann weiter mit der Rakete. So, also, ich hatte ja ein paar Teile freigeschaltet, um dafür zu sorgen, dass wir mit einer größeren Mission fliegen können. Und die werden wir jetzt auch tatsächlich mal nutzen. Plan ist es, mit der Landebüchse nachher runterzufliegen. Da haben wir zwei Sitze drin. Und diese Landebüchse dann auch tatsächlich als, ja, als unsere Plattform zu nutzen, um wirklich ein paar schöne Sachen aufzubauen. Das Gute an der Landebüchse ist, dass die seitlich Türen hat, die man auf und zu machen kann, um Sachen reinzubauen, und dass da zwei Sitze drin sind. Wir werden zusätzlich noch eine Wartungsbucht mitführen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich die mitführe. Oder ob ich den Popcore da oben drauf setze. Ich guck mal kurz, wie es optisch aussieht. Ist so mittel, ne? Ich denke, wir werden die Wartungsbucht mitführen. Also, wir machen uns eine Wartungsbucht unten runter. Ich fange jetzt an, als erstes den Lander zu bauen. Und dann machen wir ein Adapterstück zur Rakete hin. Das macht aus dem Grund Sinn, dass wir dann die Delta V des Landers sehen. Und wenn wir dann das Raumschiff halbwegs in dem Bereich sizen, dass es mit dem Lander zusammen die ausreichende Delta V hat, dann kommen wir auf jeden Fall sicher zurück. So, mit diesem Teil hier dran können wir den Probe Core hier einfach reinpacken und die Möglichkeit dann auch gleich noch nutzen, um hier gegebenenfalls Batterien zum Beispiel unterzubringen. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier eine ganze Menge Platz drin. Das Ding braucht auch keine in irgendeiner Form geartete Hitzeschild oder sowas. Das wird nicht in die Atmosphäre zurückkommen, sondern das Teil ist einfach nur dafür da, um auf Minmus Wissenschaftsdaten zu sammeln. So. Hier drin können wir ein paar Experimente verstecken, in Anführungsstrichen. Und zwar alles, was irgendwie dafür sorgt, oder dafür da ist, Wissenschaftspunkte zu sammeln, was nicht dieses Lab ist, weil das Lab an sich ist schlicht und ergreifend zu groß, um da reinzupassen. Wir nehmen alles einmal mit, denn wir werden ja einen Wissenschaftler haben. Und was wir machen können, um endlich mal unsere Faulheit ein bisschen zu besiegen, ist gucken, ob wir das Teil hier irgendwie reinbekommen. Und ich glaube, das bekommen wir rein. Ja, und die Tür ist hier. Das heißt, irgendwie so. Mal gucken, ob das hinhaut. Dann können wir nämlich alle Experimente, die gemacht worden sind, einmal einsammeln. So, das Ganze kriegt dann auch noch eine Leiter, weil wir sehr vorbildlich sind im Tutorial mit dem, was wir hier so bauen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Leiter dann auch tatsächlich an das Teil ranpasst. Oh Gott, Crazy, hast du den T3-Sub geholt? Nein, vielen lieben Dank. Und trotzdem bin ich irgendwie, so sehr ich mich freue, so traurig bin ich irgendwie auch. But you know what I mean. So, jetzt haben wir hier 2,5 Meter Format. Ich hoffe, wir haben da auch schon die passenden Tanks für. Ja, die haben wir. Ich nehme den kleinsten, den ich kriegen kann, weil das ist für unser Vorhaben schon völlig ausreichend. Ich packe da einen Terrier drunter. Weil wenn ihr jetzt mal seht, Vakuum und Minmus. Da können wir sehr viel auf Minmus rumfliegen, bevor wir da irgendwie
in Probleme kommen. Ich nehme jetzt mal die Delta V-Map zur Hand. Also, der Lander wird ja im Minmus-Orbit sein. Und aus dem Minmus-Orbit eine Landung machen, kostet uns ungefähr 180 Delta V. Und in den Orbit zurückkommen hat dann auch nochmal 180 Delta V. Wenn ihr jetzt guckt, mit 2822 Metern pro Sekunde haben wir dann auf jeden Fall mehr als ausreichend Möglichkeiten, uns das Ganze irgendwie wieder hinzubiegen, dass wir nicht sterben unterwegs. Wir machen vier Beine ran und stellen die Federung und Dämpfer auf Maximum hart. Und jetzt können wir hier, ich weiß gar nicht, ich lasse es mal noch offen, falls uns noch irgendwas Lustiges einfällt, was wir da haben wollen. Ich werde auf jeden Fall auf die ganze Geschichte ein Labor noch oben drauf setzen. Einfach weil ich die Wissenschaftssachen haben will. Und dann kommt da oben drauf ein Dockingport. So, damit haben wir jetzt nämlich unseren Lander an sich. Das hier wird unsere Minmus-Landemission. So. Was machen wir damit? Damit werden wir jetzt noch die Bodenexperimente vorbereiten, denn wir haben hier ja noch diese Lagermodule und die passen ganz gut hier seitlich rein, wenn man ein bisschen aufpasst. Ich darf nur nicht vier nehmen. Ich überlege gerade, ob wir das Modul, aber ich brauche es halt wirklich nur für den blöden Popcorn. Das ist egal. Wir lassen es jetzt so. So, wir haben im Moment drei Sachen, die wir platzieren können. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Wir haben ja sehr viel Treibstoff. Jetzt gucken wir mal, ob das sauber passt. Das sieht gut aus. Das heißt, wir können. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, dass das mitdupliziert wird. Wir werden es gleich sehen. Also, wir nehmen uns jetzt einmal den Schleim, einmal das Photovoltaikmodul und einmal die Überwachungsstation. Und weil wir so viel Sprit haben, werden wir jetzt probieren, das einfach an mehreren Stellen aufzubauen. Ich hoffe, der hat es mitdupliziert. Er hat es mitdupliziert. Wir können uns nämlich letzten Endes hier vier von diesen Containern reinbauen. Das heißt, wir können potenziell in vier unterschiedlichen Biomen unsere Experimente aufstellen. Einfach, weil es geht. So. Dann schließen wir hier die Türen und können noch gucken, dass wir uns eventuell noch irgendwo Strom besorgen. Ich muss jetzt nochmal, ich sehe gerade, meine Beine sind irgendwie sehr schief dran. Das möchte ich gerne nochmal korrigieren. Zack. Vorher machen wir aber erstmal das Enabling für Landung im Dunkeln. Also noch ein paar Scheinwerfer, um sicherzustellen, dass wir auch was sehen können, wenn wir da überall hinfliegen. So. Sehr gut. Und für die Stromerzeugung nehmen wir Solarzellen mit. Wir haben ja auch ganz gut Batterievorrat, weil Solarzellen natürlich nachts nicht so richtig gut funktionieren. So, aber mit den hier drin befindlichen Batterien sollten wir ganz gut klarkommen. Das ist unser Minmus-Länder und jetzt nehmen wir den. Wir drehen den einmal um. Denn eigentlich, ich hoffe, dass das auch tatsächlich funktioniert, müssten wir hier ganz gut einen Dockingport ranbekommen. Jawohl. Sehr schön. Da müssen wir nämlich gar nicht große Sachen tun. Und dann kommt als nächstes unser Raumschiff. Das ist der Orbiter, mit dem alle drei fliegen und von dem wir dann nachher die ganze Geschichte abklinken. Da fällt mir aber noch ein, wir brauchen unbedingt noch eine Antenne auf der Kiste hier.
weil das sonst schwierig wird mit dem Proppor. Wir sollten sie aus Hübschgründen andersrum hinbauen. Damit sie auch nach oben funkt. So, genau, der Probe-Core muss ja auch angesprochen werden können. Deshalb nehmen wir uns da eine Antenne mit, die auch ordentlich Bums hat. So, für unser Raumschiff an sich brauchen wir natürlich nachher, wenn wir zurückkehren, Hitzeschild. Und wir brauchen natürlich auch ein Fallschirm-Setup. So, das Fallschirm-Setup. Hier so halb drüber. Ah, das sieht nicht gut aus. Ich mache mal mit R, gehe ich in den anderen Symmetriemodus, in den Flugzeugsymmetrie und wir machen das so. Das ist dann so leicht schräg, wenn die Kapsel runterkommt. Das ist aber auch völlig okay. So. Und jetzt fällt mir gerade noch auf, wir haben noch eine ganz klitzekleine Kleinigkeit vergessen bei der Kiste hier oben. Wir brauchen nämlich noch die Teile, die Steuerdüsen, damit wir nachher auch tatsächlich wieder docken können. So, hier ist das nicht ganz so wild. Hier sind die mit integriert. Und dann haben wir einen Decoupler. Ja, das ist korrekt. Man kann die versenken. Aber mache ich nicht. Ich bin kein Clipper. Und Lighthammer, das Solarmodul muss mit dem Engineer aufgebaut werden, dann liefert es 4 Einheiten Strom, wenn sich daran nicht gravierend was geändert hat in der 1.9er. Und dann funktioniert das ganz gut mit einem Solarmodul. Also eigentlich ist es so, wenn der Ingenieur das aufbaut, ist man normalerweise safe. So, nehme ich den, nehme ich den. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den, weil der irgendwie vom Größenverhältnis schöner aussieht. Jetzt gucken wir mal, was hier. Oh, wird wohl auf den Gepard rauslaufen. Aber mit einer Engine Plate drunter. Also, wir nehmen erstmal die Plate, weil der Gepard, glaube ich, nicht ganz die richtige Größe hat. Ich glaube, das ist ein 1,8er. Oh, ich habe einen Pudel. Dann muss ich das gar nicht. Sehr schön. Ich nehme alles zurück. Ich habe den Pudel schon. Ich habe ihn nicht gesehen. Wir nehmen den Pudel. Der Pudel ist effizient genug und der hat einen sauberen 2,5er, 2,5er Schnitt. Genau, lass uns einfach mal schauen. Also früher, also kann sein, dass es durch die Sterne des Engineers noch mehr wird, aber früher mit dem Release des DLCs war es eigentlich so, dass ein Engineer, der es aufbaut, 4 Strompunkte aus dem Ding rauszieht. Wir werden aber sehen. So, sehr einfaches Raumschiffchen, denn das Ding hat nicht besonders viel zu tun, außer uns von A nach B zu bringen. Wir werden hier zwei Solarpaneele mitnehmen und wir werden natürlich eine Antenne mitnehmen, um für eine Funkverbindung als Relay auch zu dienen. Ansonsten hat das Ding nicht so viele hochwichtige Aufträge. Hier sind RCS-Ports an der Kapsel schon dran. Das heißt, wir müssen da gar nichts machen. Und damit sind wir mit unserer Landemission an sich nämlich auch schon durch. Das Ding hat sehr, sehr viel Delta-V, wie ihr seht. Das heißt, das Ding kann uns rausschieben nach Minmus und das kann wieder zurückkommen. Und wir autostratten das jetzt einmal hier durch zum Verankerungsteil, dass hier diese Verbindung nicht rumflabbert. Und dann werden wir jetzt hier einen Entkoppler drunter bauen und das Ganze in ein Fairing einpacken. Ich nehme jetzt hier einen 2,5 Meter Fairing, denn wir sind jetzt ein bisschen größer unterwegs. Wir müssen nicht besonders weit nach außen.
weil wir so viel überlappende Dinge nicht haben. Ja, das war vielleicht ein bisschen knapp gegambelt. Okay, einen Ticken weiter müssen wir natürlich, wegen dem blöden Bein. Aber so sollte das ganz gut funktionieren. So. Was hätte die Engine Plate gemacht? Genau, man kann mehrere Antriebe machen, aber vor allen Dingen bringt die dann die Verbindung über dieses, über diese Abschirmung auf den 2,5er Status zurück. Dadurch sieht das sauberer aus. Und Dave, ja, natürlich kenne ich Stationeers. Und Stellinger, ich habe deine Frage schon gelesen, aber RCS ist in dem, also hier in der Landebüchse ist wirklich sehr viel RCS mit drin. Ist also alles safe soweit. So, jetzt haben wir hier unseren, ich nenne es mal Minmus Landestack. Der ist jetzt schon ein bisschen größer. Jetzt gucken wir mal, dass wir an die ganze Geschichte vielleicht noch ein bisschen Schwung dran bekommen, um damit wegzugehen. Also, um Körben rum wird diese Stufe hier 0,46 im Vakuum haben und 1178 Delta V. Das heißt, wir müssen noch ungefähr 2400 Delta V zur Verfügung stellen, um das Ganze in den Orbit zu schieben. Dafür nehmen wir uns jetzt den großen Tank und den nehmen wir einfach mal zwei. Und, oh, den nehmen wir nicht einfach mal zwei, weil ich gerade mein Höhenlimit gesprengt habe. Und wir nehmen uns den mal 1,5. Und packen da das Hauptsegel drunter. So, damit bleiben wir nämlich in der Größenlimitierung noch ganz gut drin. Halber Meter, man soll die Sachen ja auch ausnutzen. So, und dann haben wir hier auf Meereshöhe schon mal 1,22. Schubgewichtverhältnis, das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt können wir noch gucken, dass wir das Ganze entsprechend unterstützt bekommen mit vernünftigen Boostern. Ich gucke nochmal, was hat sich getan in unserer kleinen Boosterwelt. Wir haben immer noch den Pollux. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der? Der Vollblut. Ich möchte mal kurz einen Vergleich zum Pollux machen. Bisschen dicker, dafür kürzer. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den hier. So, und jetzt werden wir mal versuchen, das Ganze ohne diese lustige Abtrennmechanik zu spielen. Mal gucken, wie das dann so funktioniert. Ob das ausreicht oder ob wir in große Probleme reinkommen damit. Das heißt, wir nehmen, direkt falsch rum angebaut, wir nehmen zwei Booster mit. Und ihr müsst bedenken, es gibt jetzt ab einer gewissen Anzahl Bauteile, die ihr zur Verfügung habt, gibt es nicht mehr den einen Weg, wie man in KSP Dinge lösen kann. Bitte denkt darüber nach, dass das, was ich euch hier zeige, immer so ein bisschen das Prinzip verdeutlichen soll. Natürlich könnt ihr das dann für euch gerne anders lösen. Letzten Endes, das, was fliegt, ist in Ordnung. So, jetzt kommen wir in die Masse-Thematik rein. Das heißt, das ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen. Ich speichere das jetzt mal kurz, dass wir jetzt mal wieder was updaten müssen. Und dafür upgraden wir die Startrampe einfach auf die nächste Stufe. Wir haben 2,8 Millionen, das kostet 282.000. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr. Okay, ist noch blockiert wegen den ganzen Trümmern. Wir räumen die mal auf. Zack, zack, zack. Und Rechtsklick auf die Startrampe. Upgraden. Zack. So. Damit haben wir dann ein schönes Setup, um loszustarten. Und auf das Ganze kommt natürlich noch Nupsi obendrauf. Gerne auch auf beide. Und ich werde nicht davon abweichen, mir hier Steuerflossen ranzubauen, damit ich noch so ein bisschen extra Kontrolle habe. Und wir streben hier die ganze Sache nochmal sauber durch. Einfach um Spaghettifizierung unserer Rakete zu vermeiden. Dann kommt natürlich noch unsere Startrampe ran. Die würde ich diesmal, da die Rakete langsam etwas schwerer wird, tatsächlich
Den hat er gerade nicht sauber gefressen. Der war hier innen dran. So, jetzt aber. Die würde ich diesmal aus 4 Stücken bauen. Und dann nehmen wir uns jetzt mal die gesamte Chose hier rein und gucken mal, was passiert. Und dann sehen wir haben auf Meereshöhe 1,75 Schubgewichtverhältnis. Das heißt, wir können hier ein bisschen was rausnehmen. Und 1,51 ist ein guter Treffer. Haben wir länger was von den Boostern und können damit dann arbeiten. Dann kommt die Booster-Trennung. Dann kommt die Upper Stage. Das können wir in 1 packen. Dann kommt das Fairing. Dann kommt unser Raumschiff an sich. Das sieht soweit doch ganz gut aus. Das heißt, wir speichern das Ganze jetzt mal und dann stellen wir unsere Crew zusammen. Da ich jetzt 3 Sitzplätze habe, packe ich da natürlich auch meine Leute rein. Da wir mit Bob und Bill schon 2 männliche Kerbals haben für Techniker und Wissenschaftler, packen wir Valentina als Pilotin mit rein. Und dann haben wir hier unser Dreier-Setup, mit dem wir in Richtung Minmus starten. Und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, werden wir jetzt den Flug, denke ich mal, auf jeden Fall noch machen. Ich würde nämlich gerne die Orbit-Minmus-Mission heute noch abschließen, damit wir dann beim nächsten Mal, wenn uns die Mission, das Missionspoker hold ist, wir hoffentlich tatsächlich die Minmus-Landung machen können. So, und damit ab geht's. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber das ist jetzt auch zu spät. Das gehört bei KSP mit dazu. Genau, auch hier wieder ein kleiner experimenteller Part. Das sind nämlich die Booster. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Und die Rakete ist jetzt natürlich ein bisschen größer. Je größer eure Raketen werden, umso komplexer werden die Probleme. So viel kann ich euch schon mal sagen. Und dadurch, dass jetzt unser Root-Part auf der Kapsel liegt, das habe ich nicht bedacht, da zeige ich euch jetzt mal was. Flug zurücksetzen auf Fahrzeugbau. Wir haben jetzt mit der Kapsel oben das Ding natürlich kopfüber gestellt. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist ein sogenanntes Wiederverankern. Und wir nehmen jetzt dieses wundervolle Bauteil, auf dem wir eigentlich sind, und sagen, bitte hierher. Das heißt, das ist unser neues Ankerteil oder Root Part. Und jetzt sollte es dann auch wieder passen. Ich gucke sicher jetzt aber nochmal, ob die Kerbals richtig sitzen. Das sieht gut aus. Zack und los. Genau, und bei KSP verbringt man natürlich viel Zeit im Baumodus. Das gehört dazu, sonst ärgert man sich auf den Missionen später sehr. Man sollte an beidem Spaß haben, am Bauen und am Fliegen. Dann kann man das Maximum aus KSP rausziehen. Und jetzt seht ihr, es auch wieder blauer Himmel über uns. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt unseren Gravity Turn hinbekommen. Ich bin gespannt, wie sie sich fliegt, die Rakete. Sieht erstmal halbwegs aerodynamisch aus. Alles Weitere finden wir jetzt raus. Hub ist auf voll und los geht's. So, ich gebe ihm sofort wieder diesen kleinen Ditch mit. Wir haben mit Valentina jetzt auch eine erfahrene Pilotin im Moment am Steuer, die gleich den Gravity Turn für uns fliegt. Den Nevball-Himmel. Ihr Klugscheißer. So, und bei 120 Metern pro Sekunde ungefähr packe ich jetzt wieder den Prograde rein, damit er sich ein bisschen mitdreht. Wenn ihr das aufklappt, könnt ihr ganz gut beobachten, wie sich euer Schubgewichtsverhältnis entwickelt. Versucht nicht irgendwie mit 3 oder 4 Schubgewichtsverhältnis und 300-400 Metern pro Sekunde durch die niedrige Atmosphäre zu ballern. Wenn ihr diese Überschalleffekte bekommt, ist immer ein ganz guter Hinweis, dass ihr langsam ein bisschen ruhiger machen könnt. Was ich jetzt mache, ist das Haupttriebwerk halt runterdrehen, weil die Booster immer noch ganz gut beschleunigen. Und das reicht dann mit dem Boostern im Moment völlig aus, um uns nach vorne zu schieben. Also wir haben immer noch ein über 2 Schubgewichtsverhältnis. Das heißt, wenn ihr das seht, mein Triebwerk ist im Moment komplett aus und ich lasse das jetzt einfach erstmal auf den Boostern brennen, während ich warte, dass wir uns weiter nach oben bewegen. Wenn die Feststoffbooster dann gleich alle sind, dann fahre ich das Triebwerk wieder hoch, damit wir bei der Separation Schub drauf haben, weil wir sonst von unseren eigenen Boostern wahrscheinlich getroffen werden. Das heißt, ich sehe das jetzt schon 9 Sekunden noch, 8 Sekunden, also ihr habt ja auch eine Zahl, die euch das ganz gut sagt, wann die Booster alle sind. Und jetzt beginne ich mal das Triebwerk wieder hochzufahren und mache jetzt den Booster-Sap und der geht sehr sauber durch. Und wir sind jetzt hier auf 70 Kilometer und ich nehme deshalb jetzt auch mal ganz viel Schub raus. Wir sind auf 70 Kilometer Höhe schon. Ich bringe das noch bis 80
Und dann lassen wir uns erstmal coasten. Sieht sehr gut aus. Das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Und wir sind auf 80. Das heißt, wir können jetzt in den Coast übergehen. Und was ich jetzt mache, ist ein bisschen Gewicht sparen, indem ich das Ding schon mal abwerfe. Das braucht jetzt kein Mensch mehr. Und wir drehen uns langsam und gemütlich runter auf den Horizont. Die Rakete ähnelt der Ariane 5. Naja, optisch war sie jetzt ein bisschen, sagen wir mal, nicht zu weit davon entfernt. Ja, war aber keine Absicht, hat sich eher zufällig so ergeben. So, also flog sich doch alles insgesamt ganz smooth bisher. Die Kerbals sind auch alle ganz glücklich. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir aus der ganzen Geschichte noch einen validen Orbit machen. Und was ich jetzt mache im Coast, ich warte jetzt mal, bis ich hier so auf 20 Sekunden ran bin. Oder sagen wir mal lieber 10. Ich habe ein sehr starkes Triebwerk mit dem, also wenn man guckt, ich habe hier Schubgewichtsverhältnis im Moment von 1,86. Ich kann sehr schnell sehr viel Geschwindigkeit aufbauen. Das werden wir jetzt gleich nutzen, indem wir sehr spät zünden erst, eben weil wir die Zeit noch haben. Vorne ist sogar ein Bremstriebwerk dran. Ja, sehr vorbildlich, ich weiß. Da müsst ihr beim Staging halt aufpassen. Wenn das angeht, wird es natürlich ein bisschen peinlich. So, ich gehe jetzt direkt auf Vollschub und wir brennen mal den restlichen Schub aus diesem Triebwerk noch in den Orbit mit rein. Das wird nicht ganz reichen für einen Orbit, aber es bringt uns relativ nah dran. Und ich gehe jetzt ein paar Grad nach oben, weil wir die Apoapsis hinter uns haben. Die möchte ich gerne nach und nach wieder nach vorne ziehen. Deshalb gebe ich ihm so eine ganz kleine Ditch-Neigung mit rein. Und wenn wir gleich zappen auf die nächste Stage, werden wir auch ein bisschen Schub verlieren. Also wir haben jetzt nur noch 0,48, aber sind schon relativ gut an der Orbitgeschwindigkeit dran. Deshalb bin ich eigentlich ganz unbesorgt, dass wir das schaffen sollten. Ihr könnt das auch gerne mit mehr Puffer fliegen, indem ihr euch höher tragt als diese 80 Kilometer, die ich gerade gemacht habe. Aber eigentlich sollte das mit den 10 Grad Anstellwinkel hier ganz gut funktionieren, dass wir ab einem gewissen Punkt unsere Apoapsis auch wieder eingefangen bekommen. Einfach weil wir schon sehr nah an der Geschwindigkeit dran sind. Ich lasse das jetzt mal so laufen, um zu gucken, ob ich recht habe mit meiner Vermutung. Vielleicht irre ich mich ja auch. Das müsste aber eigentlich ganz gut hinhauen. Jetzt gleich bei 2000 Metern. 2200 Meter pro Sekunde ist ein Orbit. Ich bin weiterhin zuversichtlich. Ja, Aerodynamik spielt halt eine Rolle bei KSP, ne? Lieutenant Commander Data. Sehr schöner Nickname übrigens. Einfach weil es wichtig ist, eben auch ohne aktiven Schub drauf die Kiste im Zweifelsfall halten zu können. So, ich nehme jetzt mal die Neigung ein bisschen hoch mit der Nase. Hier sieht man auch ganz gut, ich möchte halt aufhören zu fallen. Und jetzt kommt mit dieser Neigung die Apoapsis auch gut nach vorne gewandert. Die möchte ich jetzt langsam wieder vor mich bekommen, damit ich einfach weiß, jawohl, ich höre auf zu fallen. Das passt aber schon ganz gut. Also wir haben das gut unter Kontrolle. Fliegt das gerne mit ein bisschen mehr Puffer, wenn ihr wollt. Oder halt auch nicht, wenn ihr nicht wollt. Zu viel übersteuert meinerseits. 20 Grad wäre ganz gut. So, und jetzt kriege ich das kurz vor meinem Wiedereintritt in die Atmosphäre, kriege ich das gerettet auf einem sauberen Orbit. Alles gut. Und wir haben noch 677 Meter pro Sekunde Delta V Reserve. Das war eigentlich für was anderes gedacht. So, das war ja alles noch Orbit. Jetzt setzen wir wieder den Minmus als Ziel, gucken, wann kommen wir das nächste Mal durch die Inklination durch. Das ist diesmal hier der Fall. Und auch hier gilt wieder, wir bringen das übereinander. Wir kommen von oben, also setzen wir hier Manöver hinzufügen und jetzt wieder Eselsbrücke aktivieren. Wir kommen von oben, also ziehen wir nach oben und ihr seht, die Inklination wird kleiner. Die bringen wir jetzt wieder so Richtung 0,0. Moin Valkers, grüß dich. So, dann richten wir uns schon mal auf das Manöver aus und den Zeitraffer an. Die eine Sache, an die ihr denken solltet, wenn ihr angekommen seid im Orbit, wir haben jetzt sehr viel Batterie, aber fahrt schon mal an irgendeiner Stelle Solarmodule aus, sonst könnte das später peinlich werden.
Vor allen Dingen, wenn man in Zeitraffer geht, geht die Batterie dann manchmal schneller alle, als man denkt. Deshalb Solarmodule raus, dann passiert das nicht. Irgendwann kommt schon wieder Sonne. Und wir klicken jetzt hier mal auf zum nächsten Manöver. Und dann heizen wir unseren Raketenstack mal in die richtige Inklination. Er wackelt ein wenig noch. So, dann warten wir kurz auf das Manöver. Wir haben 44 Sekunden Brennzeit, werden also im Moment warten müssen, bis das durch ist. Und dann haben wir sogar noch ein bisschen Sprit übrig, um mit dieser Stage zu beginnen, uns nach Minmus raus zu transferieren. Das wird nicht komplett reichen. Mein Plan war eigentlich, dass wir den Flug nach Minmus komplett mit diesem Modul fliegen. Genau, und das ist dann eigentlich alles Zusatzsprit, den wir uns letzten Endes sparen gerade. Also wenn ihr jetzt im Orbit diese Stage schon leer gebrannt habt, dann ist das halt so. Die hier hatten mehr als genug. So, einmal gucken, dass ich auf die Manöver bleibe. Juti. Ja, das ist mein Overlay, was so KSP-mäßig aussieht. Genau, und das hat natürlich den Grund, dass ich sehr viel Kerbal Space Program spiele. Ich habe keine anderen spielspezifischen Overlays, aber für KSP habe ich ein spezifisches Overlay, weil wenn ich dann KSP spiele, dann haben wir auch ein vernünftiges Overlay mit drauf. Und bei anderen Spielen nehme ich dann teilweise die Overlays einfach raus. Oder reduziere die ein Stück weit oder habe sehr einfache generische Overlays. Ja, also nein, diesen Aufwand betreibe ich nicht für jedes Spiel. Gut, jetzt heißt es wieder so ungefähr gucken, wo es hingehen soll. Ich peile mal so die Richtung. Wie gesagt, ist ja alles korrigierbar. Andere Spiele, genau, diese anderen Spiele, die ich zweimal im Jahr spiele. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben auch nicht zu weit overshootet. Ich nehme den einfach direkt so. Wenn ihr das nicht direkt getroffen habt, dann schiebt halt den Kreis ein bisschen hin und her. Das passt ja dann locker flockig. So, wichtig ist jetzt nochmal gucken, von hier steuern, dass das auch tatsächlich passt. Und dann machen wir jetzt einmal Zeitraffer zum Manöver hin. Da werden wir jetzt gute 2 Minuten brennen. Das dauert jetzt tatsächlich eine Weile. Und es ist, Spoiler, Spoiler, prograde, also rechtläufig. Damit komme ich nicht klar. Damit komme ich wirklich nicht klar. Geowolf, ich habe das erweiterte Overlay angeschaltet. Also das ist bei mir hier automatisch mit drin durch die 50%, den Zündungszeitpunkt richtig zu berechnen. Du wirst das hier jetzt gleich sehen. Die Schubzeit ist in 2 Minuten 11, also 2 Minuten 11, der Manöverpunkt ist in 1 Minute 47, aber die Zündung erfolgt 50% vorher. Das kann man sich in den Einstellungen aktivieren, mit erweiterte Blabla-Brennanzeige, irgend sowas. Wie heißt das? Ich kann mir das einfach nicht merken, wie das heißt, ne? Erweiterte... Blablabla. Erweiterte Schubanzeige ist es. Genau. Und dann musst du das nicht rechnen, dann wird dir das angezeigt. Und genau das tun wir hier gerade auch. Das heißt, ich richte mich jetzt aufs Manöver aus und ich zünde natürlich, wenn die Zündung sagt, dass Zündung ist. Dann haben wir nämlich noch 50% ungefähr Zeit. Da gibt es ja mittlerweile ein paar kleine Stockspielereien. So, und jetzt mal Trollking, Rettungswurst, Untauglich und Lieutenant Commander Data. Vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten und natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Und Billiatil, vielen Dank für deinen Prime Sub und ganz viel Spaß mit deinen neuen Kerbal-Emojis. Nutze sie weise.
KSP-Streamer freuen sich übrigens immer, wenn man Kerbal-Emojis benutzt. Ich kann das nur empfehlen. Also wenn, also das heißt nicht, ihr sollt bei mir subben, um die zu haben. Aber wenn ihr bei mir gesubbt habt, nutzt die gerne auch bei anderen KSP-Streamern, weil die können mit Kerbals halt was anfangen und freuen sich, glaube ich, auch mal ein paar Kerbal-Emojis zu sehen. Gibt es nämlich viel zu selten, viel, viel zu selten auf Twitch. So, jetzt stagen wir uns einmal rüber. Da wird gleich ein Leerstaging kommen wegen dem Farron. Erwartungsgemäß. Und weiter geht's mit der nächsten Stage. Genau, oder wenn ihr so wahnsinnig seid, euch ein Tier 3 Sub zu holen, dann könnt ihr wie crazy natürlich auch den Robotwurm machen. Anhand des Robotwurms seht ihr, warum dieses Emoji in Tier 3 steckt. Eigentlich war die Intention dahinter, es so unattraktiv zu machen, dass das keiner tut. Das hat bei Crazy leider nicht funktioniert. So, wir lassen das sauber runterbrennen und machen dann auch wieder eine Mid-Course-Correction. Wir fliegen Richtung Minmus gerade. Können wir das Licht sauber anmachen, dann sehen wir auch schon ein bisschen was. Genau, und mit der Mid-Course-Correction und dem Einflug in den Orbit sollten wir dann den Auftrag gut erledigt bekommen. Und dann spoilern wir uns natürlich schon mal für die nächste Folge, wie es da inhaltlich weitergeht. Ich bin relativ sicher, dass es reicht für Landung auf Minmus. So. Das hat gesessen. So, der flackert noch so ein bisschen rum. Das ist auch nicht ganz so wild. Das heißt, wir machen uns ein neues Manöver. Ansicht zentrieren. Ich würde das sogar noch ein bisschen später fliegen. Wie gesagt, mit Kurs ist alles hier so zwischen. Es geht nur darum, aus den Gravitationsbereichen der Planeten rauszukommen. So, und dann geben wir einen schönen niedrigen Ich überlege gerade, ob wir einen äquatorialen Vorbeiflug machen und ich glaube, meine Antwort ist nein. Ich glaube, ich fliege polar vorbei. Orbital, natürlich fliege ich orbital vorbei. Ich fliege durch den Polarorbit vorbei. Dann können wir nämlich viel mehr Biome noch mit Evas machen. Wir werden ja nämlich die liebe Valentina im Orbit zurücklassen. Das heißt, ich korrigiere jetzt auf meiner Mitkurs. Ich erkläre das jetzt gerade nicht nochmal klein klein. Wir haben jetzt so oft Kurskorrekturen gemacht. Na, also die jeweiligen Nupsis solltet ihr kennen. Man kann mit Beschleunigen und Abbremsen was machen. Man kann mit einer Radialbewegung was machen. Und man kann natürlich mit Hoch und Runter was machen. Huch. Wenn man da nicht alle rumreißt wie ein Kaputter. So, und wir begeben uns in einen vorsichtig gestalteten 15 Kilometer Orbit. Habe ich gerade in meinem Kopf beschlossen. 15 Kilometer it is. So, und damit haben wir eine schöne kleine Korrektur zu fliegen. Und die machen wir jetzt mal schnell. Hui! Und ihr seht, das ist jetzt gleich optisch sehr Apollo-artig geworden dadurch. Ich gebe auch zu, ich mag das Prinzip sehr, weil ich auf Docking total stehe. Und wenn ihr Apollo-artige Missionen fliegt, könnt ihr sehr coole Länder bauen, die halt sehr spezifisch auf die Landung angepasst sind und spart dabei eine Menge Sprit für den Rückflug, weil das ganze Teil ja nicht mitgeschleppt werden muss. Und ihr könnt Docking üben, bis ihr grün und blau werdet. Wie gesagt, Docking ist ein Schlüsselskill in KSP. Übt das, bis ihr grün werdet. Dann seid ihr echte Kerbals. Und dann könnt ihr letzten Endes bauen, wonach euch der Sinn steht. Egal ob riesige Raumstationen oder riesige interplanetare Raumschiffe mit allem drum und dran. As soon as Docking funktioniert, steht euch das frei, was draus zu machen. So, wir zünden unsere Mid-Course. Ich kontrolliere die hier einmal, dass die auch sauber läuft und da ankommt, wo wir hinwollen. So, good enough. Das reicht mir völlig. So,
So, die ganzen Experimente hatte ich high over schon gemacht. Das heißt, wir können tatsächlich hier Manöver einplanen und direkt zum Manöver vorspulen. Jetzt machen wir hier nämlich das Bremsmanöver. Und wie ihr seht, kosten euch diese ganzen Manöver an Minmus quasi nichts. Das ist alles sehr überschaubar. Dann brauche ich hier nämlich nur einmal auf den Vorspulen-Knopf drücken. Und es geht. Irgendwo ist Minmus. Da hinten ist er doch, ne? Ja, da kommt Minmus. Hui! Hallo Minmus! Zwap! Oh Gott, das war für einen kurzen Moment sehr schnell. Ich klappe jetzt mal noch meine Antenne aus. Gut, und jetzt werden wir uns einfach erstmal in den Orbit reinschleichen. Und dann haben wir nämlich unsere Mission für heute tatsächlich erledigt. Und dann schauen wir mal, ob der Missionspoker, das große Roulette-Spiel, sich gnädig erweist und uns eine Minmus-Landung als nächstes gibt. Da wären wir dann nämlich recht gut für aufgestellt. Ehrlich gesagt sind wir so gut für die Landung aufgestellt, dass ich gar nicht einsehe, zurückzufliegen, wenn ich die Mission nicht kriege. Aber anderes Thema. Mal gucken, was als nächste Mission kommt. Good enough, das sollte in Orbit sein. Da oben sehe ich auch schon abgeschlossene Sachen. Wir haben unsere stabile Umlaufbahn um Minmus erreicht. Das gibt nochmal ganz viel Kohle. Und ein Meilenstein ist natürlich auch noch mit dabei. Und jetzt gehen wir einmal von hier aus zurück ins Weltraumzentrum und gucken mal, was es als nächstes zu tun gibt. Trommelwirbel. Okay, das können wir vielleicht jetzt sogar noch schnell erledigen. Begib dich in der Nähe von Minmus auf einen orbitalen Raumspaziergang. Tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Minmus aus. Als ob ich es geahnt hätte. Wir haben zufällig zwei Raumfahrzeuge in der Minmus-Umlaufbahn. Das ist ja ein Glück. Dann machen wir das doch noch schnell. Ich wusste es nicht, dass es kommt. Wirklich Glück gehabt. Das wirkt jetzt ein bisschen geskriptet, aber ich wusste es wirklich nicht. Wirklich Glück gehabt. Und das kann auch sein, dass es bei euch ein bisschen anders ist in der Karriere, weil die Dinger zufällig gemacht werden. Also, EVA kriegen wir hin. Check. So, können wir auch gleich nochmal gucken. Haben wir den schon? Den haben wir schon. So, Board. Und jetzt müssten wir doch eigentlich über einen Crew-Transfer. Crew transferieren, Bill rüberschieben. Was ist der spezifische Auftrag? Ich muss mal gucken. Tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Mimus aus. Okay, vielleicht müssen wir entkoppeln dafür. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Achso, ja. Hier habe ich ja keinen Rückwärtsgang. Schalte jetzt mit Sternchen, also hier Sternchen, Sternchen, das rechts neben dem Ü, um auf das andere Raumschiff. Das hat nämlich ACS-Düsen in diese Richtung. So, und jetzt schalten wir wieder aufs andere Raumschiff. Jetzt nehme ich mir Bob und gehe mal mit einer EVA rüber. Ich gucke mal, ob das als Erfüllung dieses Auftrages gilt. Das wäre ja simpel. Das wäre ja wunderschön, wenn das klappen würde. Okay, vielleicht müssen wir wieder docken dafür, damit er das merkt. Ich weiß es noch nicht. Also das war es noch nicht. Es ist ein Crew-Transfer, ne? Interessant. Jetzt wird es spannend. Also ihr seht, auch bei mir klappt nicht alles auf Anhieb. Ich gucke unten auf den Navball, falls ihr euch fragt, was ich tue. Also ich gucke gar nicht auf das große Bild, das ist eher für euch. Ich gucke einfach unten auf den Navball, weil wir waren jetzt noch nicht weit weg. Wir stehen uns direkt gegenüber und gucke einfach, dass ich auf dem pinken Nupsi drauf bin und der gelben Nupsi drüber liegt und wir so 0,1 bis 0,2 Meter schnell sind. Dann klappt das eigentlich mit dem Docking ganz gut. Und ich nehme jetzt kurz vorher einfach das SAS raus,
Dann sollte das mit dem Docken ganz gut klappen. So, wir waren zwei Raumfahrzeuge. Es kann sein, dass wir uns tatsächlich noch mal mehr als 2 Kilometer voneinander entfernen müssen, damit er das wertet, als es waren zwei Raumfahrzeuge. Müssen wir mal schauen. Abdocken. Spannend, er will das nicht. Jetzt mal ein bisschen auf Abstand. Zeitraffer rein. Wir gehen jetzt mal ganz bewusst ein bisschen weg. Und ganz bewusst machen wir vielleicht mal die Solarmodule an. Kein Blödsinn passiert. Interessant, interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da jetzt noch in so eine Kniffelaktion reinstürze. Das Andock und der EEV rüber habe ich gerade schon gemacht. Aus irgendeinem Grund wertet er es nicht als zwei Raumfahrzeuge. Das ist natürlich ungünstig. Deshalb gehen wir jetzt mal über die Loading Distance rüber. Gehen wir auf 3 Kilometer Abstand und dann machen wir eine Annäherung. So. Jetzt sollte der Hobel ja. Jetzt sind die Zeichen auch wieder da. Keine Ahnung, die waren eben weg. So. Achso, ich muss das Triebwerk vielleicht noch zünden. So, wir gehen jetzt mal in eine relativ schnelle Annäherung. Weil ich nicht mehr ganz so lange machen will. Ihr dürft das gerne ein bisschen ruhiger machen. Jetzt schauen wir mal. Also, jetzt treffen wir uns ja wieder. Vielleicht will er da wirklich neue Raumfahrzeuge für haben. Das würde mich sehr wundern. Vielleicht müssen wir auch einfach zum KSC und die Mission nochmal neu laden. Ich weiß nicht, warum er sich da jetzt gerade so arschig hat. Weil eigentlich. Eigentlich müsste ihm das hier reichen. So, dann probieren wir als erstes den EVA-Transfer und dann den gedockten Transfer. Mal gucken. Umlaufbahn muss auf ein beliebiges Raumfahrzeug, um dieses Ziel zu erreichen. Müsste eigentlich hinhauen. Müsste eigentlich hinhauen. Wir werden es gleich sehen. Hallo, anderes Raumschiff. Kurzes orbitales Einparken. So, good enough. Schalten einmal um und nehmen den Bob raus. Dann kann der als Wissenschaftler mal erörtern. Oh, guck mal, sogar Körben im Hintergrund. Ist das nicht wunderschön? Wunder, wunderschön. Und den Moon. Da ganz schwach kann man ihn auch erkennen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, das jetzt gilt. Frisst den nicht, ne? Ich gehe jetzt mal kurz ins Weltraumzentrum. Das ist total eigenartig, weil irgendwie die Bedingungen sind ja erfüllt. So. Vielleicht braucht er einfach einmal Neuladen der Rakete, tatsächlich, um das zu akzeptieren. Und wenn er das jetzt nicht will, dann heben wir uns das mal zur Lösung fürs nächste Mal auf. Ich hoffe ja, dass er es akzeptiert.
Habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass nicht. Da muss ich mal rausfinden, woran es liegt. Es ist als ein Teil in den Weltraum geschossen worden, aber das steht normalerweise dran, wenn er will, dass das ein neues Teil ist. Ne, er wertet es nicht. Er wertet es nicht, wenn sie aus dieser Rakete kam. Okay, dann würde ich sagen, können wir ja nächstes Mal noch jemanden hinterher schießen in einem einsitzigen Raumschiff und kurz hier noch andocken gehen, während wir unsere Minmus-Mission machen. Also irgendwie klappt das nicht ganz so wie gedacht. Ist aber gar nicht so wild. Auch sowas gehört mit dazu. Und wir gucken mal, wie wir das gelöst bekommen, ob wir da noch jemanden zweiten mit dazu schicken. Wir haben ja noch einen Piloten auf Reserve, habe ich gehört, sogar zwei. Den schießen wir dann hier einfach kurz her. In diesem Sinne erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen.